Das Haus hinter der Kirche von Gilles Costas, aus dem Französischen übersetzt von Maria Frey. Die Regie hat Klaus Wirbitzki. Aber komm doch herein. Wie freue ich mich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich freue mich auch. Komm, lass dich umarmen. Geh doch bitte hier entlang. Und geh vor, du weißt, ich hinke ein bisschen. Es ist schön, dein Haus. Ich glaube, nein, das heißt, ich weiß es, man hat es mir beschrieben. Ich meine, ich sehe trotz meiner blinden Augen die Konturen der Fassade genauso gut wie du, aber du musst doch Gepäck haben. Ich werde dir helfen. Danke, ich habe nur eine Tasche. Ach so, tja, da sind wir also. Ja. Na komm, komm mal rein. Nimm Platz, Margaret. Ist dir der Weg auch nicht zu lang geworden? Ich habe immerhin 2 Stunden gebraucht. Das wundert mich nicht. Du musst Burgund in voller Länge durchfahren haben. Ach, hol uns doch einen Aperitif. Er steht auf der Anrichte. Gern. Das ist nett von dir. Ich danke dir, dass du mich bedienst. Und gib mir bitte nicht zu viel. Weißt du, das ist so ein Problem, wenn man blind ist. Man gießt sich immer zu viel oder zu wenig Pastis ein, weil man die Dosis nur nach dem Klang beurteilt. Und vergiss nicht, dir selbst zu nehmen. Ich bin gern zu dir gekommen. Wie lange ist es her, dass wir uns nicht... gesehen haben? Entschuldige, ich finde kein anderes Wort. Man muss sagen, gesehen. Das ist eine ganze Reihe von Jahren her. Welches Datum haben wir heute? Den 16. September. Dann sind das jetzt 10 Jahre. Es war am 12. August, als du mich verlassen hast. Jean, ich bitte dich. Beinahe ein Gedenktag. Jean, sei nicht so. Ich bin nicht so. Du hast mich am 12. August 1972 verlassen. Das ist eine Tatsache. Ich begnüge mich damit, sie in Erinnerung zu rufen. Ich bin nicht hergekommen, um Vorwürfe zu hören. Du hast mir geschrieben, du wolltest mich wiedersehen. Ich bin hier. Wenn ich mir aber anhören soll, wie du über alte Geschichten jammerst, dann gehe ich wieder. Nein, Margaret, nein. Entschuldige, ich hätte das nicht sagen sollen. Wenn man blind ist, wird man kindisch. Man gewöhnt sich an, alles laut auszusprechen. Entschuldige noch einmal. Du nimmst es mir nicht übel? Aber nein, Jean. Tja, Margaret, ich hatte große Lust, dich wiederzusehen. Selbst wenn die Liebe tot ist, bleibt etwas übrig. Es bleibt die Freundschaft. Findest du nicht? Hast du alles mitgebracht, worum ich dich in meinem Brief gebeten habe? Beinahe. Du hast mir eine ganze Menge aufgetragen. Ja, wirklich.
Also, wie geht es dir? Sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich bin froh, dass du das sagst. Dein Leben sind jetzt die Kinder? Ja, es sind die Kinder. Und auch Guy, mein Mann. Und auch meine Arbeit. Wie? Du arbeitest, wo du zwei Kinder hast? Also, ich finde das falsch. Und dein Mann lässt das zu? Im Gegenteil, er ermutigt mich zu arbeiten. Ja. Also, ich sage lieber nichts dazu. Deine Kinder, das sind doch ein Junge von 5 Jahren und ein Mädchen von 4. Nein, es ist ein Junge von 4 Jahren und ein Mädchen von 5. Beschreibe sie mir. Es sind Kinder wie alle Kinder. Der Junge hat kastanienbraunes Haar, aber er wird sicher später dunkelbraun werden. Und das Mädchen ist ganz blond, ein sehr helles Blond. Ist sie dir ähnlich? Aber ich bin doch nicht blond. Du hast mir ihren Vornamen nicht gesagt. Aurelie. Hübscher Name. Mhm. Und der Junge? Christoph. Er sieht mir etwas ähnlich. Viele Leute sagen, er hat meine Stirn. Hoch und gewölbt und die Haare glatt nach hinten gekämmt. Ja, wenn du willst. Hast du das Tonband mit, das Christoph besprochen hat? Gleich? Ach, ich bin kaum angekommen. Ich würde mich gerne ein bisschen frisch machen und meine Sachen irgendwo ablegen. Bleibst du 3 Tage, wie beabsichtigt? 2 Tage nur. Mein Mann und die Kinder brauchen mich. Oh, 2 Tage nur. Das heißt, dass du morgen wieder abfährst? Nein, übermorgen. Ach, sehr gut. Ich verstehe. Du kannst in dein Zimmer hinaufgehen. Aber spiel mir doch erst die Stimme von Christoph vor. Nachher. Ich liebe Kinder. Na gut, ich werde die Kassette holen. Da ist sie. Das ist gut. Der Kassettenapparat steht neben dem Kamin. Ich habe also Christoph zugeredet, er soll sagen, wie er über seine Mutter denkt. So wie du es gewünscht hast. Sehr gut. Meine Mama ist schön. Wenn sie mich von der Schule abholt, war es besser. Stopp! Er bestraft mich nie. Es ist vorbei. Ja, Geldprobleme habe ich keine. All diese Kassetten, die einem Informationen vermitteln oder Musik oder Theaterstücke. Allein in diesem Zimmer gibt es 4 Stellen, wo ich auf einen Knopf drücken und Geräusche machen kann. In meinem Schlafzimmer ist es fast ebenso. Sehr schön, Jean. Aber womit beschäftigst du dich am Tage? Ich kümmere mich um das Haus, ich führe den Hund aus, ich pflege den Garten. Mit den Händen fühle ich, wie meine Blumen und mein Gemüse wachsen. Und ich gehe spazieren. Du hast sicherlich noch nicht gesehen, wie groß mein Garten ist. Du machst also sonst nichts? Was könnte ich sonst noch tun? Malou und ich, wir unterhalten uns stundenlang. Jean, wenn es dir nicht unangenehm ist, wie ist das passiert? Ich habe es nie genau erfahren, nur unklare Berichte von alten Bekannten. Nichts banaler als das. Ich fuhr mit meinem Mofa, es regnete in Strömen. Ich folgte einem Wagen mit einem Anhänger, aus dem ohne Warnzeichen Holzlatten herausragten. Der Fahrer hat gebremst. Ich habe gebremst und wollte ausweichen. Das hat er nicht mehr geschafft und die Latten sind mir in die Augen gestoßen. Ich bin mitten auf die Chaussee gestürzt. Mein Helm hat mir das Leben gerettet, leider. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte diesen Leidensweg nicht durchmachen müssen. Das ist schrecklich. Nimm von der Nachspeise, sie steht links von dir. Es ist Apfelcreme mit Schokolade. Vielleicht magst du sie nicht. Oh, im Gegenteil. Ich habe mich nicht aufschwingen können, ein Dessert zu backen. Das Braten der Kalbsleber hat mir gereicht. Ich verbrenne mich so leicht. Du kochst besser als oh, ich. Oh, du warst eine recht gute Köchin. Übrigens bist du damals gegangen, nachdem du das Abendessen fertig hattest. Ich glaube, du hattest mir einen Schweinebraten und Sandtorte vorgesetzt. Erinnerst du dich noch daran? Was nützt es, solche Erinnerungen wachzurufen? Wir tun uns nur unnötig weh. Für mich ist es nicht unnötig. Ich habe das Ganze nie begriffen. Ich weiß nicht, welche Verwirrung mich veranlasst hat, einer Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben.
Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Meg? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das dann wär... war nicht möglich. Zur Zeit deines Unfalls lebten wir schon 5 Jahre lang getrennt. Und ich hatte Guy kennengelernt. Na, ganz recht. Das war nicht möglich. Die Folgezeit beweist es. Traurig, wie es ist. Aber hätten wir noch einmal miteinander gelebt, wäre ich heute vielleicht Bürgermeister einer Stadt mit 50.000 Einwohnern oder auch Musiklehrer in einem Gymnasium, anstatt in diesem Loch zu verkommen. Entschuldige, Jean, aber du redest Unsinn. Ach. Wie hättest du Musiklehrer werden können? Du hattest dir früher nie auch nur eine Schallplatte angehört. Ich musste warten, bis du aus dem Haus warst, um mal Mozart zu hören. Nun ja, ich habe mich geändert. Das Noten-ABC hätte ich schon gelernt und das Ganze drumherum. Man hat ein gutes Ohr, wenn man blind ist. Ein Ohr so groß wie das eines Elefanten. Übrigens, sie ist vorzüglich, die Apfelcreme, findest du nicht? Doch, doch. Du hättest es mir sagen sollen. Bedien dich und nimm noch Wein. Danke, ich habe keinen Hunger mehr. Gieß uns beiden Wein ein. Jean. Mein letztes Glas. Vor dem Armagnac. Den Bericht über deinen Unfall nicht zu Ende gebracht. Ja, nach meinem Sturz habe ich da allein gelegen, mitten auf der Chaussee. Der Autofahrer, der schuld an meinem Unfall hatte, hatte nichts bemerkt und war weitergefahren. Wenige Minuten später hat ein Wagen dicht vor mir gebremst. Ich schrie vor Schmerzen. Meine Augen bluteten. Mir schien, mein Kopf würde platzen. Und mein Bein gehorchte mir nicht mehr. Ich fühlte ein starkes Brennen im Knie. Ich wusste noch nicht, dass einige Knochen gebrochen waren. Und der Mann und seine Frau haben mich vorsichtig an den Straßenrand gezerrt. Sie ist bei mir geblieben und er fuhr los, die Polizei benachrichtigen. Nach einer halben Stunde ist die Ambulanz gekommen und hat mich ins Krankenhaus nach Dijon gebracht. Die Ärzte haben mir erklärt, meine Augen könnten nicht gerettet werden. Sie würden wenigstens versuchen, die Knochen in meinem Bein wieder zurechtzurücken, aber... das Bein ist nicht ganz gerade verheilt. Du hast gesehen, ich hinke. Mein armer Jean. Mitleid macht nichts wieder gut, aber wechseln wir das Thema. Gib mir noch einen Armagnac. Du solltest lieber nicht... Den letzten, es ist der letzte, ich verspreche es. Danke. Du wolltest mir doch noch eine andere Kassette mitbringen. Hast du sie da? Ja, ich habe sie mitgebracht. Aber ich finde, es ist nicht der richtige Moment, sie zu hören. Warum nicht? Ich möchte doch deinen Mann ein bisschen kennenlernen. Ich verlange ja nur, seine Stimme zu hören. Heute Abend, nach allem, was du gesagt hast, finde ich es einfach unpassend. Ich will die Stimme von Guy Dorville hören. Dem zweiten Mann von Marguerite, genannt Maggie. Geborene Albertin und davor Gattin von Jean Murant, von mir selbst. Wenn ich noch Augen hätte, würdest du mir sein Bild zeigen. Nun gut, ich will nur den Klang seiner Stimme hören. Das ist alles. Reg dich nicht auf. Ich dachte, es wäre keine gute Idee. Aber bitte, wenn du darauf bestehst, hören wir es eben. Bitte. Jean, ich habe genommen, was ich fand. Das ist egal. Ich bitte dich, nicht nervös zu werden. Hör geduldig zu, ohne dem weiter Bedeutung beizumessen. Ja, ja. Es ist ein Text, der für die Vertreter seiner Firma bestimmt ist. Sehr gut. Die vordringlichste Eigenschaft für den, der Enzyklopädien in der Wohnung verkaufen will, ist... Dreistigkeit. Was? Der Kundenwerber darf sich von nichts beeindrucken lassen. Er muss Schlag auf Schlag denjenigen antworten, der ihm die Tür geöffnet hat. Er muss ununterbrochen sprechen, ohne seinem Gesprächspartner Zeit zu lassen, nachzudenken und seine Argumente abzuwägen. Er muss gefallen, überzeugen und schnell zum Ziel kommen. Er muss alle Zweifel in den ersten Minuten ausschalten. Pappler, das ist nicht wahr! Sei still. Gehen wir näher auf den Kunden ein. Es gibt zwei Sorten. Die einen leisten keinen echten Widerstand. Die anderen diskutieren, lehnen ab, versuchen den Verkäufer abzuwinden. Das ist doch eine Unverschämtheit. Beruhige dich, Jean. Du so ein Schweinehund. Jean, ich wusste nicht mehr genau, was auf dem Band ist.
Nimm es dir nicht übel. Was soll ich ihm nicht übel? Er tut, was man ihm aufdrängt. Sein Chef wollte, dass er diese Richtlinien aufstellt. Chef? Geh es nicht so. Er ist ein uneigennütziger, großzügiger Mensch. Er ist ein gemeiner Kerl, meinst du? Ein Straßenräuber, im Mantel der Ehrbarkeit. Ein Ausbeuter, der die Ersparnisse armer Leute stiehlt und wahrscheinlich jeden Sonntag zur Messe geht. Ein Betrüger, der im Gefängnis sitzen sollte. Und der das Recht auf seine Seite gebracht hat. Ein Hochstapler. Ganz und gar nicht. Und für diesen gemeinen Wegelager hast du mich aufgegeben. Diesen Gangster im weißen Kragen hast du mir vorgezogen. Du weißt ganz genau, dass das nicht wahr ist. Wieso? Natürlich ist das wahr. Ich habe ihn erst nach unserer Trennung kennengelernt. Er macht seine Arbeit, er muss seinen Lebensunterhalt verdienen und den seiner Kinder. Und dich bedrückt so eine Gemeinheit nicht? Nur mich beklemmt sie. Es macht mich verrückt, wenn ich feststellen muss, dass eine Frau, die meine Frau gewesen ist und die ich geliebt habe, dass diese Frau diese Niedrigkeit überhaupt nicht spürt. Es ist, als ob du mich beleidigst, als ob du mir ins Gesicht spuckst. Ein Individuum, das man anzeigen, das man vor Gericht schleppen sollte. Wenn das so ist, dann fahre ich ab. Und zwar sofort. Geh wieder zu deinem Enzyklopädie-Hausierer, geh! Jean, du tust mir leid. Dein Hund! Er wird dich nicht rauslassen, wenn ich ihm nicht den Befehl dazu gebe. Ich gehe hinauf und hole meine Sachen. Wenn ich wiederkomme, wirst du diesem Hund sagen, er soll sich ruhig verhalten. Nein. Aber ja! Der Hund hat recht, dass er dich nicht gehen lässt. Du wirst nicht mitten in der Nacht in diesem erregten Zustand Auto fahren. Dein Enzyklopädie-Hausierer. Dein Mann wohnt eine 200 Kilometer weit weg, glaube ich. Es wäre verrückt. Du würdest dich sinnlos gefährden. Ich gehe. Nein, ich lass dich nicht weg. Dein Mann würde es mir vorwerfen. Du schläfst heute Nacht hier. Morgen machst du, was du willst. Du gehst oder du bleibst, wie du es mir versprochen hast. Komm jetzt. Komm. Du bleibst und entscheidest dich morgen. Du hast auf mich eingeredet. Wie ein Ungeheuer. Aber Maggie, ich bitte dich um Verzeihung. Es liegt sicher am Alkohol. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Du freust dich doch auch, dass du mich wiedersiehst. Ja? Du antwortest nicht. Aber du bleibst. Du verbringst die Nacht hier, nicht wahr? Entschuldige mich, morgen früh bin ich wieder ein anderer Mensch, da bin ich wieder sanft. Einverstanden? Sag mir, dass du mir nicht böse bist. Einverstanden. Ich bleibe, weil ich nicht anders kann. Aber morgen früh fahre ich ab. Das entscheidest du morgen. Jetzt sage mir, dass du mir verzeihst. Ich verzeih dir, natürlich. Aber ich kann nicht bleiben. Du bist zu empfindsam geworden. Entschuldige. Nichts reizt dich, bringt dich in Wut. Und vergiss mein gelegentliches Aufbrausen. Du hast ein großes Herz, ich weiß es. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir noch eine Symphonie von Mozart hören? Nein. Ich möchte lieber schlafen. Wie du willst. Gute Nacht, Jean. Gute Nacht, Maggie. Ich werde noch ein paar Takte von Mozart hören. Gute Nacht, Marguerite. Guten Morgen, Marguerite. Guten Morgen, Jean. Wie spät ist es? Dem Vogelgezwitscher nach müsste es ungefähr 7:45 sein. Es ist 7:40. Bravo. Setz dich. Lass uns frühstücken. Wie hast du geschlafen? Nicht sehr gut. Ich habe eine Schlaftablette genommen, aber sie hat kaum gewirkt. Meine arme Maggie. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Wirklich sehr gut. Der Kaffee muss jetzt durchgelaufen sein. Gieß uns doch bitte ein. Nimmst du viel Kaffee? Nach Gehör scheint mir, so ist es genug. Mhm. Wenn du Milch willst, ist es Büchsenmilch da. Ah ja, danke, ich nehme ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Heute gebe ich dir das feierliche Versprechen, dass ich von morgen bis zur Nacht ruhig sein werde. Ich werde mich nicht wieder aufregen, du kannst ganz sicher sein. Ich bin entspannt und glücklich
dass wir einen schönen Tag vor uns haben. Glücklich, dass du wieder bei mir bist. Es freut mich, dass du so gut aufgelegt bist. Aber ich fahre heute Morgen ab. Du fährst heute Morgen? Aber du hattest mir doch gesagt, du würdest 2 Tage bleiben. Gestern, als ich ankam, habe ich dir das zwar gesagt. Aber am Abend nach dieser Verstimmung habe ich beschlossen, dass ich heute Morgen fahren will. Aber ich dachte, du siehst doch, wie ich jetzt bin. Friedlich und gut gelaunt. Jean, es ist vernünftiger, dass ich bald abfahre. Bald? Aber du bleibst doch zum Mittag. Die Hausherrin kommt extra her. Nein, ich möchte lieber gehen. Gut, wie du willst. Wir können uns noch ein wenig unterhalten. Dann fahre ich vormittags los. Ist dein Hund heute früh schon draußen gewesen? Oh, noch nicht. Entschuldige, ich muss ihn ausführen. Das heißt, ich lasse mich von ihm an der Leine ziehen. Er würde es nicht verstehen, wenn ich nicht mit ihm ginge. Aber bitte... Entschuldige mich. Malou, komm, ausgehen. Geh, du bist nicht da. Geh, du musst unbedingt herkommen, so schnell wie möglich. Jean ist verrückt geworden. Ich traue seinem Zustand nicht. Ich weiß nicht, was noch passieren kann. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Wenn ich entwischen kann, bevor du kommst, werde ich auf dem Marktplatz von Jalon auf dich warten. Andernfalls kommst du zum Haus hinter der Kirche. Ein gebundener Weg führt zu ihm hinauf. Mein Wagen findest du etwa 100 Meter weiter oben, fast auf der Kuppe des Hügels. Komm, geh. Komm, ich habe Angst. Das Gras ist mit Tau bedeckt. Ich habe es mit den Fingern gestreichelt. Hast du eben den Krach gehört? Was war das? Ein Krach? Was für ein Krach? Als ob etwas Schweres herunterstürzt oder so. Ich habe auch so etwas gehört. Es kann von der Baustelle sein. Die legen hier eine Straße an und der Wind trägt manchmal die Geräusche herüber. Viel wichtiger, wie bist du heute gekleidet? Beinahe wie gestern. Ich habe nur die Jeans mit einem olivfarbenen Rock vertauscht. Ich trage den gleichen Pullover. Orange uni oder mit Stickereien? Es sind Stickereien drauf. Ich weiß nicht mehr, was sie darstellen. Ich habe ihn schon so lange, ich beachte ihn nicht mehr. Ist da nicht ein Rentier links? Aufgestickt mit schwarzer Wolle und ein anderes Rentier in grün auf der rechten Schulter? Aber ja. Das Rentier rechts hebt den Kopf. Das links neigt ihn. Woher weißt du das? Ich sehe es. Wie meinst du das? Du erinnerst dich an diesen Pullover. Ich hatte ihn schon, als wir zusammen lebten. Nein, du hattest ihn nicht. Stimmt, ich habe ihn erst vor ein paar Jahren gekauft, aber... Ich bin nicht blind. Ich habe dich belogen. Seit 5 Jahren belüge ich alle Welt. Hinter meiner schwarzen Brille ist ein Auge, das sieht. Ein einziges, aber es sieht gut. Das ist ungeheuerlich. Ich kann es nicht glauben. Bei dem Unfall sind meine Augen stark beschädigt worden, aber die Ärzte haben eins retten können. Ich sehe deinen orangefarbenen Pullover, deine Wangen, die sich röten, deine Frisur, aus der sich ein paar Locken herausziehen. Also spielst du Komödie? Ich spiele seit 5 Jahren Komödie. Und mit dir spiele ich seit gestern Komödie.
Ich liebe es, wenn man Mitleid mit mir hat. Schau, das ist beschämend. Deine Haltung ist nichtswürdig. Nichtswürdig ist, seinen Ehemann zu verlassen. Nichtswürdig ist, lebensgefährlich verletzt zu werden, erniedrigt für immer. Wegen einer Frau. Ich gehe auf der Stelle. Lass mich vorbei. Und du hast dein Gepäck nicht. Meine Tasche steht unter der Treppe. Du bleibst hier sitzen. Komm fest. Und hör mir zu. Setz dich hin. Was ich dir zu sagen habe, ist von größter Bedeutung. Für dich. Ich habe versprochen, meine gute Laune nicht zu verlieren. Und doch wird etwas Bitterernstes geschehen, was fast ebenso qualvoll für dich ist wie für mich. In Kürze werde ich dich töten, Marguerite. Das ist es, was du verdienst. Ich werde dich ganz ruhig töten. Ganz heiter, wie noch nie jemand getötet hat. Ich mache mir zum Vorwurf, dass ich gestern die Selbstkontrolle verloren habe. Um mir verzeihen zu können, werde ich einen friedlichen Mord durchführen. Ohne ein einziges Anzeichen von Nervosität. Du bist ja völlig verrückt! Bleib ruhig! Schreien nützt nichts. Niemand kann dich hören. Bewähre dich. Sei weise. Stell dir vor, welch ein gefundenes Fressen unsere Geschichte für die Zeitung sein wird. Kaltblütiger Mörder erledigt sein Opfer, ohne gegen den guten Geschmack zu verstoßen. Welch ein schöner Titel. Du bist wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Ich bin raus hier. Lass mich ausreden, Maggie. Ich will dich seit dem Tage umbringen, an dem du von mir gegangen bist. Das sind jetzt 10 Jahre. Gib zu, ich folge nicht einem plötzlichen Impuls. 10 Jahre frage ich mich nun schon, ob ich mich dadurch rächen soll, dass ich dich einfach verschwinden lasse. Das nenne ich reifliche Überlegung. Jean, ich habe Kinder. Sie brauchen mich. Du hast Kinder und einen Mann, ich weiß. Und ich habe nur einen Hund und ein Auge. Durch deine Schuld. Nicht ist meine Schuld. Wir haben uns getrennt, weil wir uns nicht mehr verstanden haben. Das kommt alle Tage vor. Das kommt bei Tausenden von Menschen vor, die danach ein anderes Leben führen, ohne sich zu rächen, ohne jemanden zu töten. Was du nicht weißt, ist, dass du verantwortlich für meinen Unfall bist. Du erdichtest alles Mögliche, um mich zu beschuldigen. Ich erdichte nichts. Als du mich verlassen hattest, habe ich tatsächlich den Verstand verloren. Wie habe ich weiterleben und noch 5 Jahre meinen Beruf ausüben können? Das frage ich mich heute. Unsere Scheidung erlebte ich wie hinter einer grässlichen Nebelwand. Eines Tages habe ich meinen Mofa genommen. Ich wollte dich suchen. Durch deine Schuld reagierte ich nicht exakt genug. Hättest du mich nicht verlassen, wäre der Unfall nie passiert. In Wahrheit bist du es, die mich an jenem Tag ins Unglück gestürzt hat. Das ist nicht wahr. Nicht ganz. Ich habe dir gegenüber Schuld auf mich geladen, Jean, das gebe ich zu. Aber ich habe mir dein Bild als das eines toleranten, verständnisvollen Mannes bewahrt. Darum bin ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass du fähig sein könntest, einen Menschen zu töten. Allein schon, wenn die Rede von einer Jagd war, empörte dich der Gedanke, man könnte ein Tier töten. Ich habe mich nicht geändert. Die Tiere haben den Jägern nichts getan. Ich habe auch nichts getan. Beruhige dich. Halte ich denn nicht mein Wort? Bin ich nicht von einer vorbildlichen Gelassenheit? Du wirst einen sanften Tod haben, glaube ich. Willst du noch Kaffee? Nein, danke. Schade. Er ist sehr gut. Ich nehme noch welchen, wenn du nichts mehr geben kannst. Hat Manu dich verletzt? Nein. Siehst du, mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hergebeten, weil ich vor 2 Wochen deinen Tod beschlossen habe.
Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das Dasein erleichtern. Du weißt, dass ich nichts brauche. Wir können uns öfter sehen. Vielleicht, wenn du mich immer noch liebst, wäre dir das ein angenehmer Gedanke. Ich kann nicht teilen, Maggie. Hör auf zu schachern. Wäre ich an deiner Lage, würde ich auch handeln wie du. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Ich bin an meiner. Am Platz eines verlassenen Mannes, der 10 Jahre lang während 3500 Tagen von Rache geträumt hat. Du sagst nichts mehr. Du hast recht. Komm, wir wollen durch den Garten gehen. Du hast bestimmt noch nicht gesehen, wie schön diese Gegend von Burgund ist. Am leichtesten stirbt man, wenn man ganz mit Schönheit erfüllt ist. Los, komm. Lass mich allein. Lass mich allein, damit ich mir klar werde, dass ich nicht träume. Ich träume doch nicht, John. Du hast wirklich gesagt, du wirst mich umbringen. Ganz richtig, Maggie. Du sollst tot sein, bevor die Haushälterin kommt. Sie muss kurz vor 12:45 sein, was uns nicht viel Zeit lässt. Ich will ein paar Minuten allein sein. Wie du magst. Ich reiß das Telefon heraus und Malou bewacht Tür und Fenster. Willst du etwas schreiben? Deinen letzten Willen? Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Ich lasse dich in diesem Zimmer hier. Da in der Schublade liegen Papier und Umschläge. Du schreibst, was du zu schreiben wünschst. Und ich verpflichte mich, deine Briefe nicht zu lesen und sie heute oder morgen zur Post zu geben. Nichts beweist mir, dass du dein Versprechen auch hältst. Ich werde keinerlei Zensur ausüben. Sind wir uns einig? Ich gehe nach nebenan. Hier sein. Meine Nachricht wirst du vielleicht erst heute Abend vom Tonband hören, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Mein früherer Mann wird mir nach 10 Jahren Überlegung eine Kugel in den Kopf gejagt oder ein Messer ins Herz gestoßen haben, oder ich weiß nicht, auf welche Art er mich töten will. Innerhalb einer Sekunde sterbe. Ich habe noch nie leiden können. Ich bin für das Glück geschaffen. Mit dir, Guy. Ich schreibe dir ein paar Zeilen, weil mein Mörder mir versprochen hat, die Post, die ich hinterlassen werde, abzuschicken. Wird das tun? Ich glaube nicht, ich glaube nichts mehr. Ebenso wenig glaube ich, dass ich in einigen Minuten oder in einer Stunde tot sein werde. Das ist nicht vorstellbar, das ist nicht begreiflich. Mein Kopf ist voll mit dem Gedanken, dass ich mit dir alt werde, Guy, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich schreibe an dich und ich schreibe an die Kinder. Sie sind doch noch zu klein, um zu verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht. Hebe diesen Brief für sie auf. Sie werden ihn eines Tages lesen. Nein, bewahre ihn nicht auf. Du musst ihn der Polizei geben. Aurélie und Christoph dürfen nie etwas davon erfahren. Sie sollen mich vergessen. Sie müssen mich vergessen. Man sagt, während des Sterbens sieht man seine ganze Vergangenheit wie einen Film vor sich ablaufen. Nachher vielleicht. Im Augenblick ist das nicht wahr. Es seid nur ihr. Guy, Aurélie und Christoph in meinem Kopf. Ihr und meine Angst. Ihr und meine Angst.
Meine Hand zittert. Ja, natürlich. Du kannst es dir vorstellen. Geh. Ich beende diesen Brief, geh. Ich umarme euch. Nein! Ich halte es nicht mehr aus! Alles, was ich noch tun muss. Ich werde umsonst geschrieben haben. Die wird niemals meinen Brief erhalten. Niemals. Nein, ich will nicht mehr wachen. Ich habe den Brief geschrieben. Da liegt er. Sehr gut, ich werde ihn abschicken. Brauchst du noch etwas? Nein. Die berühmte letzte Zigarette? Hast du keinen Wunsch mehr? Nein. Außer, dass all das nur ein Albtraum ist. Eine Komödie. Dass plötzlich die Tür aufgeht und das Leben wiederkommt. Nichts ist geträumt, Marguerite. Klammer dich nicht an eine Hoffnung, die auf nichts fußt. Du bist ja nervös geworden. Du hast zwei Stühle umgestoßen. Nimm dir doch ein Beispiel an meiner Ruhe. Eine recht schwierige Aufgabe erwartet mich. Ich habe noch nie getötet. Von Wut beherrscht töten, das ist einfach. Das kann jedermann. Kaltblütig töten, aber ist sehr viel härter, nach Ansicht der Spezialisten. Hör auf, so zu reden. Früher warst du ein guter Mensch. Ich war es. Ich werde es morgen wieder sein. Aber das ist doch... Rühr dich nicht. Ich gehe nachsehen. Das ist die Haushälterin. Guten Tag, Monsieur. Ach, guten Tag, Madame. Sie sollten später kommen. Ja, aber ich kann nicht, wegen der Familie. Ich muss zum Mittagessen im Dorf sein. Ich habe Ihnen das Huhn, Eier und Käse mitgebracht. Danke, ich gebe Ihnen gleich das Geld. Ach, das erledigen wir morgen. Ich habe leider nicht alle Ihre Aufträge ausführen können. Ja, soll ich Ihnen ein bisschen sauber machen? Nein, das lohnt nicht. Morgen können Sie das. Ja, natürlich, wie Sie wollen. Ja, also, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Madame, sind Sie mit dem Wagen hier? Nein, mit dem Fahrrad. Und Sie klettern die ganze Anhöhe herauf? Ja, muss ich. Ich bin jung geblieben, wissen Sie. Wenn ich nicht weiterkomme, steige ich vom Rad und mache den Rest zu Fuß. Oh, soll ich Sie nicht mit dem Wagen runterfahren? Nein, warum? Ach, vielleicht hätten Sie Spaß daran. Das ist nett von Ihnen, aber ich brauche ja bloß runterzurollen. Ich muss nicht mal treten. Oh, die Straße ist doch nass. Ja, aber es macht mir nichts aus. Dann... Dann nehmen Sie mich auf Ihrem Gepäckträger mit. Sie haben doch einen Gepäckträger. Ja, aber da steht ein Korb drauf. Den nehme ich runter. Ich habe heute Lust, eine Kinderei zu machen. Ja, bitte, wie Sie wollen. Ihr seid ein bisschen sonderbar, ihr Frauen aus der Stadt. Marguerite, hör auf mit deinen kleinen Mädchenlaunen. Sie sehen, liebe Mart, ich habe Freunde, die auch jung geblieben sind. Monsieur Meuron, wenn sie mit mir runterfahren will, habe ich nichts dagegen. Ist etwas, worauf eine normale Person nicht kommen würde. Gib deinen Einfall auf, Maggie. Es ist so angenehm für einen Blinden, jemanden bei sich zu haben. Ich will deine Anwesenheit genießen, solange es geht. Auf Wiedersehen, Marthe. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ich gehe mit Ihnen, Marthe. Ja, wenn Sie durchaus wollen... Nein, Marguerite, du gehst hier nicht fort. Retten Sie mich. Ja, aber Monsieur, ich rette Sie. Retten Sie mich. Er will mich töten. Er ist nicht blind. Er hat es mir gesagt. Nehmen Sie mich mit. Lass mich los, doch. Marguerite. Lass mich los. Retten Sie mich. Retten Sie mich, bevor es zu spät ist. Sei still. Er wird mich töten. Du sollst still sein. Ich begleite Sie bis zum Tor, Marthe. Danke, Monsieur. Thank you.
geh da ran. Setz dich. Ich bleibe bei ausgezeichneter Stimmung. Findest du nicht? Bescheidenheit hin, Bescheidenheit her. Jetzt bewundere ich mich selbst. Du hast verloren, Jean. Deine Haushälterin hat uns gesehen. Sie hat alles begriffen. Sie wird Hilfe holen. Ich werde befreit werden. Und du? Ich? Du kannst dich nur noch verstecken, wenn du einer Lügenjustiz entgehen willst. Meiner Ansicht nach irrst du dich gewaltig. Ich habe der Haushälterin gesagt, du seist verrückt. Du hättest manchmal Anfälle von Wahnsinn, die nur ein paar Minuten dauern. Und sie hat mir geglaubt. Das ist nicht sicher. Sie hat mit angesehen, wie du mich eingeschlossen hast. Oh, ich bin nicht beunruhigt. Wenn sie mir nicht geglaubt hat, und wenn sie mit Freunden oder der Polizei zurückkommt, wird sie in kurzer Zeit hier sein. Sie braucht nur 3 Minuten bis ins Dorf hinunter. Nehmen wir an, sie ruft den Fleischer und den Bistrowirt zur Hilfe. Beide haben ihr Jagdgewehr immer griffbereit. Mart braucht 3 Minuten, um sie zu alarmieren und auf unsere Spur zu setzen. Mit dem Wagen sind es 2,5 Minuten bis hier herauf, wenn man schnell fährt. Also werden diese Leute in weniger als 10 Minuten vor unserer Tür sein. Ich sehe auf meine Uhr. Aber ich gehe jede Wette ein, dass sie nicht kommen. Worum wetten wir? Oh, spar mir diese Art von Scherzen. Oh, du magst keinen schwarzen Humor mehr? Machen wir ein Ende, Jean. Ich kann nicht mehr. Töte mich. Worauf wartest du? Ist dein Revolver nicht geladen? Ist deine Badewanne nicht voll bis zum Rand? Ist dein Messer nicht geschliffen? Hast du keinen Knoten in deinen Strick gemacht? Töte mich, Jean. Ich bitte dich, töte mich. Oh, du glaubst nicht mehr, dass Mart wiederkommt. Wie spät ist es? Ja, sie müssten schon da sein. Ich hatte recht, nicht wahr? Aber warum die Dinge überstürzen? Lass uns doch ein wenig im Regen spazieren gehen. Komm. Oh, du stehst auf. Endlich gehorchst du mir. Komm. Komm. Ich werde niemals müde, in meinem Gelände umherzuwandern. Malu, komm! Inmitten dieser Natur überkommt mich ein Gefühl von Abgeschiedenheit, wie man es den Heiligen nachsagt. Dort drüben, über dem Fluss, eine düstere Linie. Von der Farbe deines Rocks, die gegen all dieses zarte Grün absticht. Findest du nicht, dass diese Landschaft einen ganz besonderen Charakter hat? Du antwortest nicht. Ich verstehe dich, weißt du. Da drücke ich dir auch nicht so sehr den Arm, tue ich dir auch nicht weh. Es ist aufregend für mich, dein Handgelenk zu halten. Das Handgelenk einer Frau. Schmal es ist. Ich könnte Stunden damit verbringen, alles an dir zu betrachten. Deine Arme, deine Augen, deinen ganzen Körper. Stell dir einmal vor, ich hätte mein Augenlicht gänzlich verloren, wäre alle dieser Bilder beraubt. Das hätte ich nicht überlebt. Ich hätte mich umgebracht. Hast du schon einmal die Neigung verspürt, Selbstmord zu begehen? Margaret! Margaret! Lass mich! Wo ist denn mein Wagen? Tatsächlich, er ist nicht da. Wo ist er? Das polternde Geräusch, das du vor einer Weile gehört hast. Das war er. Du hast keine Möglichkeit mehr, dich davon zu machen. Gibst du jetzt endlich alle Hoffnung auf? Lass mich nicht mehr warten. Ich flehe dich an. Nutze diese letzte Stunde. Das ist der dichteste, der intensivste Augenblick deines Lebens. Jean, sag mir, dass das alles nur ein ungeheuerlicher Scherz ist. Siehst du den Himmel? Er sieht aus wie ein aschgraues Quadrat, das in die Ecke eines blauen Bildes geklebt ist. Ein blauer Himmel ist in Mode, aber die grauen, bedeckten, zerfaserten Himmel mit all ihren Figuren, all den Verdichtungen, die die Wolken bilden, die sind erregender.
Sie treffen zugleich Auge und Herz. Und so wird der Himmel auch heute Nachmittag sein, wenn du nicht mehr da sein wirst. Hat man das schon erlebt, dass ein Mörder ästhetische Betrachtungen anstellt, kurz bevor er sein Verbrechen ausführt? Ist dir auch nicht kalt. Es ist frisch. Ja. Danke, Malu, danke. Du bist ein guter Hund. Hier, such. Wir sind am Ziel. Der Abgrund ist ein Irrtum der Natur. Eine dieser Landschaft zugefügte Beleidigung. An einer Stelle, wo überall erhabene Konturen mehr oder weniger stark hervortreten, da ist plötzlich ein steiler Abgrund, eingeschnitten in den Felsen. Man stürzt eigentlich nicht sehr tief, 80 Meter vielleicht, genügend, um zu sterben. Aber ein wenig zu flach für einen Drachenflieger. Komm, beug dich vor. Ja, ja, beuge dich vor. Aber ja, streck den Kopf vor. Blick in den Abgrund. Erkennst du die Trümmer deines Wagens? In ein paar Minuten wirst du bei ihm sein. Man wird an einen Unfall glauben. Der Untersuchungsbefund wird keine andere Schlussfolgerung zulassen. Du hast die Kurve verpasst und während des Sturzes bist du aus dem Wagen geschleudert worden. Zieh deine Krallen ein, du tust mir ja weh. Jetzt halte ich dein Handgelenk wie in einem Schraubstock fest. Seitdem ich wie ein Bauer lebe, tonnenweise Holz zersäge und schleppe, bin ich stark, sehr stark. Du wirst nicht mehr warten, Margaret. Der Augenblick ist da. Jean. Adieu, Margaret. Oh ja, du bist noch da. Ich hab dich nicht gestoßen. Ich hab dich nicht in den Tod schicken wollen. Ich hab dich aus einem anderen Grund hergerufen. Jetzt endlich sollst du es erfahren. Malu, komm, wir spielen nicht mehr. Komm in meine Arme. Wie schwer du bist. Umso schneller werden wir fallen. Adieu, Margaret. Diesmal ist es wirklich ein Abschied. Ich hatte dich eingeladen zu meinem Tod. Du liebst mich nicht mehr. Ich habe keinen Grund mehr, auf der Welt zu sein. Marie! Halt, 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 halt! Sie haben ihn umgebracht. Aber nein, aber... Lügen Sie nicht! Lügen Sie nicht! Ich habe alles gesehen. Sie haben Monsieur Miron getötet. Und den armen Hund. Das stimmt nicht. Sie waren zu weit weg. Sie haben mich nicht richtig beobachtet. Doch. Er ist es. Er hat sich selbst... Er hat es mir vorausgesagt. Er hat mir gesagt, diese Frau ist verrückt. Sie will mich töten. Aber ich werde mich zu wehren wissen. Ich bin zu spät gekommen. Sie haben mich gezwungen, noch einmal den Hügel hochzuklettern. Aber ich hatte noch Zeit genug. Ich habe die Polizei von Chalon benachrichtigt. Sie werden ja nicht entkommen. Armer Monsieur Miron. Er war ein selten guter Mensch. Sie hörten Das Haus hinter der Kirche von Gilles Costas. Das Gras ist mit Tau bedeckt. Ich habe es mit den Fingern gestreichelt. Hast du eben den Krach gehört? Was war das? Ein Krach? Was für ein Krach? Als ob etwas Schweres herunterstürzt oder so. Ich habe auch so etwas gehört. Es kann von der Baustelle sein. Die legen hier eine Straße an und der Wind trägt manchmal die Geräusche herüber. Viel wichtiger, wie bist du heute gekleidet?
Beinahe wie gestern. Ich habe nur die Jeans mit einem olivfarbenen Rock vertauscht. Ich trage den gleichen Pullover. Orange Uni oder mit Stickereien? Es sind Stickereien drauf. Ich weiß nicht mehr, was sie darstellen. Ich habe ihn schon so lange, ich beachte ihn nicht mehr. Ist da nicht ein Rentier links? Aufgestickt mit schwarzer Wolle und ein anderes Rentier in grün auf der rechten Schulter? Ah ja? Das Rentier rechts hebt den Kopf. Das links neigt ihn. Woher weißt du das? Ich sehe es. Wie meinst du das? Ah, du erinnerst dich an diesen Pullover. Ich hatte ihn schon, als wir zusammen lebten. Nein, du hattest ihn nicht. Stimmt, ich habe ihn erst vor ein paar Jahren gekauft. Aber... Ich bin nicht blind. Ich habe dich belogen. Seit 5 Jahren belüge ich alle Welt. Hinter meiner schwarzen Brille ist ein Auge, das sieht. Ein einziges, aber es sieht gut. Das ist ungeheuerlich. Ich kann es nicht glauben. Bei dem Unfall sind meine Augen stark beschädigt worden, aber die Ärzte haben eins retten können. Ich sehe deinen orangefarbenen Pullover, deine Wangen, die sich röten, deine Frisur, aus der sich ein paar Locken heraus. Also spielst du Komödie? Ich spiele seit 5 Jahren Komödie. Und mit dir spiele ich seit gestern. Ich liebe es, wenn man Mitleid mit mir hat. Schau, das ist beschämend. Deine Haltung ist nichts. Leisten keinen echten Widerstand. Die anderen diskutieren, lehnen ab, versuchen den Verkäufer abzuwenden. Das ist doch eine Unverschämtheit. Beruhige dich, Jean. So ein Schweinehund. Jean, ich wusste nicht mehr genau, was auf dem Band ist. Nimm es dir nicht übel. Was soll ich ihm nicht übel? Er tut, was man ihm aufträgt. Sein Chef wollte, dass er diese Richtlinien aufstellt. Chef? Geh, ist nicht so. Er ist ein uneigennütziger, großzügiger Mensch. Er ist ein gemeiner Kerl, meinst du? Ein Straßenräuber, im Mantel der Ehrbarkeit. Ein Ausbeuter, der die Ersparnisse armer Leute stiehlt und wahrscheinlich jeden Sonntag zur Messe geht. Ein Betrüger, der im Gefängnis sitzen sollte. Und der das Recht auf seine Seite gebracht hat. Ein Hochstapler. Ganz und gar nicht. Und für diesen gemeinen Wegelager hast du mich aufgegeben. Diesen Gangster im weißen Kragen hast du mir vorgezogen. Du weißt ganz genau, dass das nicht wahr ist. Wieso? Natürlich ist das wahr. Ich habe ihn erst nach unserer Trennung kennengelernt. Er macht seine Arbeit, er muss seinen Lebensunterhalt verdienen und den seiner Kinder. Und dich bedrückt so eine Gemeinheit nicht? Nur mich beklemmt sie. Es macht mich verrückt, wenn ich feststellen muss, dass eine Frau, die meine Frau gewesen ist und die ich geliebt habe, dass diese Frau diese Niedrigkeit überhaupt nicht spürte. Es ist, als ob du mich beleidigst, als ob du mir ins Gesicht spuckst. Ein Individuum, das man anzeigen, das man vor Gericht schleppen sollte. Wenn das so ist, dann fahre ich ab. Und zwar sofort. Geh wieder zu deinem Enzyklopädiehausierer, geh! Jean, du tust mir leid. Dein Hund! Er wird dich nicht rauslassen, wenn ich ihm nicht den Befehl dazu gebe. Ich gehe hinauf und hole meine Sachen. Wenn ich wiederkomme, wirst du diesem Hund sagen, er soll sich ruhig verhalten. Nein. Aber ja! Der Hund hat recht, dass er dich nicht gehen lässt. Du wirst nicht mitten in der Nacht in diesem erregten Zustand Auto fahren. Dein Enzyklopädie-Hausierer. Dein Mann wohnt eine 200 Kilometer weit weg, glaube ich. Es wäre verrückt. Du würdest dich sinnlos gefährden. Ich gehe. Nein, ich lass dich nicht weg. Dein Mann würde es mir vorwerfen. Du schläfst heute Nacht hier. Morgen machst du, was du willst. Du gehst oder du bleibst, wie du es mir versprochen hast. Komm jetzt. Komm. Du bleibst und entscheidest dich morgen. Du hast auf mich eingeredet. Wie ein Ungeheuer. Aber Maggie, ich bitte dich um Verzeihung. Es liegt sicher am Alkohol.
Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Du freust dich doch auch, dass du mich wiedersiehst. Ja? Da ist plötzlich ein steiler Abgrund. Eingeschnitten in den Felsen. Man stürzt eigentlich nicht sehr tief, 80 Meter vielleicht. Genügend, um zu sterben. Aber ein wenig zu flach für einen Drachenflieger. Komm, beug dich vor. Ja, ja, beuge dich vor. Aber ja, streck den Kopf vor. Blick in den Abgrund. Erkennst du die Trümmer deines Wagens? In ein paar Minuten wirst du bei ihm sein. Man wird an einen Unfall glauben. Der Untersuchungsbefund wird keine andere Schlussfolgerung zulassen. Du hast die Kurve verpasst und während des Sturzes bist du aus dem Wagen geschleudert worden. Zieh deine Krallen ein, du tust mir ja weh. Jetzt halte ich dein Handgelenk wie in einem Schraubstock fest. Seitdem ich wie ein Bauer lebe, tonnenweise Holz zersäge und schleppe, bin ich stark, sehr stark. Du wirst nicht mehr warten, Margaret. Der Augenblick ist da. Adieu, Margaret. Oh ja, du bist noch da. Ich hab dich nicht gestoßen. Ich hab dich nicht in den Tod schicken wollen. Ich hab dich aus einem anderen Grund hergerufen. Jetzt endlich sollst du es erfahren. Malu, komm, wir spielen nicht mehr. Komm in meine Arme. Wie schwer du bist. Umso schneller werden wir fallen. Adieu, Margaret. Diesmal ist es wirklich ein Abschied. Ich hatte dich eingeladen zu meinem Tod. Du liebst mich nicht mehr. Ich habe keinen Grund mehr, auf der Welt zu sein. Sie haben ihn umgebracht. Aber nein, aber lügen Sie nicht. Lügen Sie nicht. Ich habe alles gesehen. Sie haben Monsieur Miron getötet. Und den armen Hund. Das stimmt nicht. Sie waren zu weit weg. Sie haben mich nicht richtig beobachtet. Doch. Er ist es. Er hat sich selbst... Er hat es mir vorausgesagt. Er hat mir gesagt, diese Frau ist verrückt. Sie will mich töten. Aber ich werde mich zu wehren wissen. Ich bin zu spät gekommen. Sie haben mich gezwungen, noch einmal den Hügel hochzuklettern. Aber ich hatte noch Zeit genug. Ich habe die Polizei von Chalon benachrichtigt. Sie werden... Kleber hat mir gereicht. Ich verbrenne mich so leicht. Du kochst besser als oh, ich. Oh, du warst eine recht gute Köchin. Übrigens bist du damals gegangen, nachdem du das Abendessen fertig hattest. Ich glaube, du hattest mir einen Schweinebraten und Sandtorte vorgesetzt. Erinnerst du dich noch daran? Es nützt es, solche Erinnerungen wachzurufen. Wir tun uns nur unnötig weh. Für mich ist es nicht unnötig. Ich habe das Ganze nie begriffen. Ich weiß nicht, welche Verwirrung mich veranlasst hat, einer Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Mick? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das war nicht möglich. Zur Zeit deines Unfalls lebten wir schon 5 Jahre lang getrennt. Und ich hatte Guy kennengelernt. Na, ganz recht. Das war nicht möglich. Die Folgezeit beweist es. Traurig, wie es ist. Aber hätten wir noch einmal miteinander gelebt, wäre ich heute vielleicht Bürgermeister einer Stadt mit 50.000 Einwohnern oder auch Musiklehrer in einem Gymnasium, anstatt in diesem Loch zu verkommen. Entschuldige, Jean, aber du redest Unsinn. Ach. Wie hättest du Musiklehrer werden können? Du hattest dir früher nie auch nur eine Schallplatte angehört. Ich musste warten, bis du aus dem Haus warst, um mal... Mutter zu hören. Nun ja, ich habe mich geändert. Das Noten-ABC hätte ich schon gelernt und das Ganze drumherum. Man hat ein gutes Ohr, wenn man blind ist.
Ein Ohr so groß wie das eines Elefanten. Übrigens, sie ist vorzüglich, die Apfelcreme, findest du nicht? Ja, doch, doch. Du hättest es mir sagen sollen. Bedien dich und nimm noch Wein. Danke, ich habe keinen Hunger mehr. Gieß uns beiden Wein ein. Jean. Mein letztes Glas. Vor dem Armagnac. Du hast den Bericht über deinen Unfall nicht zu Ende gebracht. Tja, nach meinem Sturz habe ich da allein gelegen, mitten auf der Chaussee. Der Autofahrer, der schuld an meinem Unfall hatte, hatte nichts bemerkt und war weitergefahren. Wenige Minuten später hat ein Wagen dicht vor mir gebremst. Ich schrie vor Schmerzen. Meine Augen bluteten. Mir schien, mein Kopf würde platzen. Und mein Bein gehorchte mir nicht mehr. Ich fühlte ein starkes Brennen. Film vor sich ablaufen. Nachher vielleicht. Im Augenblick ist das nicht wahr. Es seid nur ihr. Guy, Aurélie und Christoph in meinem Kopf. Ihr und meine Angst. Ihr und meine Angst. Oh mein Gott, was soll ich denn noch schreiben? Meine Hand zittert. Ja, natürlich. Kannst du es dir vorstellen, Guy? Ich beende diesen Brief, Guy. Ich umarme euch. Nein! Ich halte es nicht mehr aus! Ich werde umsonst geschrieben haben. Die wird niemals meinen Brief erhalten. Niemals. Nein, ich will nicht mehr wachen. Ich habe den Brief geschrieben. Da liegt er. Sehr gut, ich werde ihn abschicken. Brauchst du noch etwas? Nein. Die berühmte letzte Zigarette? Hast du keinen Wunsch mehr? Nein. Außer, dass all das nur ein Albtraum ist. Eine Komödie. Dass plötzlich die Tür aufgeht und das Leben wiederkommt. Nichts ist geträumt, Marguerite. Klammer dich nicht an eine Hoffnung, die auf nichts fußt. Du bist ja nervös geworden. Du hast zwei Stühle umgestoßen. Nimm dir doch ein Beispiel an meiner Ruhe. Eine recht schwierige Aufgabe erwartet mich. Ich habe noch nie getötet. Von Wut beherrscht töten, das ist einfach. Das kann jedermann. Kaltblütig töten, aber ist sehr viel härter, nach Ansicht der Spezialisten. Hör auf, so zu reden. Früher warst du ein guter Mensch. Ich war es. Ich werde es morgen wieder sein. Aber das ist doch... Rühr dich nicht. Ich gehe nachsehen. Das ist die Haushälterin. Guten Tag, Monsieur. Ach, hat man das schon erlebt, dass ein Mörder ästhetische Betrachtungen anstellt, kurz bevor er sein Verbrechen ausführt? Ist ja auch nicht kalt. Es ist frisch. Ja. Danke, Malou, danke. Ja, du bist ein guter Hund. Hier, such. Wir sind am Ziel. Der Abgrund ist ein Irrtum der Natur. Eine dieser Landschaft zugefügte Beleidigung. An einer Stelle, wo überall erhabene Konturen mehr oder weniger stark hervortreten, da ist plötzlich ein steiler Abgrund, eingeschnitten in den Felsen. Man stürzt eigentlich nicht sehr tief, 80 Meter vielleicht, genügend, um zu sterben. Aber ein wenig zu flach für einen Drachenflieger.
komm, beug dich vor. Ja, ja, beuge dich vor. Aber ja, streck den Kopf vor. Blick in den Abgrund. Erkennst du die Trümmer deines Wagens? In ein paar Minuten wirst du bei ihm sein. Man wird an einen Unfall glauben. Der Untersuchungsbefund wird keine andere Schlussfolgerung zulassen. Du hast die Kurve verpasst und während des Sturzes bist du aus dem Wagen geschleudert worden. Zieh deine Krallen ein, du tust mir ja weh. Jetzt halte ich dein Handgelenk wie in einem Schraubstock fest. Seitdem ich wie ein Bauer lebe, tonnenweise Holz zersäge und schleppe, bin ich stark, sehr stark. Du wirst nicht mehr warten, Margaret. Der Augenblick ist da. Jean. Adieu, Margaret. Oh ja, du bist noch da. Ich hab dich nicht gestoßen. Ich hab dich nicht in den Tod schicken wollen. Ich hab dich aus einem anderen Grund hergerufen. Jetzt endlich sollst du es erfahren. Malu, komm, wir spielen nicht mehr. Komm in meine Arme. Wie schwer du bist. Umso schneller werden wir fallen. Adieu, Margaret. Diesmal ist es wirklich ein Abschied. Ich hatte dich eingeladen zu meinem Tod. Du liebst mich nicht mehr. Ich habe keinen Grund mehr, auf der Welt zu sein. Marie! Aber nein. Und auf unsere Spur zu setzen. Mit dem Wagen sind es 2,5 Minuten bis hier herauf, wenn man schnell fährt. Also werden diese Leute in weniger als 10 Minuten vor unserer Tür sein. Ich sehe auf meine Uhr. Aber ich gehe jede Wette ein, dass sie nicht kommen. Worum wetten wir? Oh, spar mir diese Art von Scherzen. Oh, du magst keinen schwarzen Humor mehr? Machen wir ein Ende, Jean. Ich kann nicht mehr. Töte mich. Worauf wartest du? Ist dein Revolver nicht geladen? Ist deine Badewanne nicht voll bis zum Rand? Ist dein Messer nicht geschliffen? Hast du keinen Knoten in deinen Strick gemacht? Töte mich, Jean. Ich bitte dich, töte mich. Oh, du glaubst nicht mehr, dass Mart wiederkommt. Wie spät ist es? Ja, sie müssten schon da sein. Ich hatte recht, nicht wahr? Aber warum die Dinge überstürzen? Lass uns doch ein wenig im Regen spazieren gehen. Komm. Oh, du stehst auf. Endlich gehorchst du mir. Komm. Komm. Ich werde niemals müde, in meinem Gelände umherzuwandern. Malu, komm. Inmitten dieser Natur überkommt mich ein Gefühl von Abgeschiedenheit, wie man es den Heiligen nachsagt. Dort drüben, über dem Fluss, eine düstere Linie. Von der Farbe deines Rocks, die gegen all dieses zarte Grün absticht. Findest du nicht, dass diese Landschaft einen ganz besonderen Charakter hat? Du antwortest nicht. Ich verstehe dich, weißt du. Da drücke ich dir auch nicht so sehr den Arm. Tue ich dir auch nicht weh? Es ist aufregend für mich, dein Handgelenk zu halten. Das Handgelenk einer Frau. Schmal es ist. Ich könnte Stunden damit verbringen, alles an dir zu betrachten. Deine Arme, deine Augen, deinen ganzen Körper. Stell dir einmal vor, ich hätte mein Augenlicht gänzlich verloren, wäre alle dieser Bilder beraubt. Das hätte ich nicht überlebt. Ich hätte mich umgebracht. Hast du schon einmal die Neigung verspürt, Selbstmord zu begehen? Margaret,
Margaret! Lass mich! Wo ist denn mein Wagen? Verzeihung, es liegt sicher am Alkohol. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Du freust dich doch auch, dass du mich wiedersiehst. Ja? Du antwortest nicht. Aber du bleibst. Du verbringst die Nacht hier, nicht wahr? Entschuldige mich, morgen früh bin ich wieder ein anderer Mensch. Da bin ich wieder sanft. Einverstanden? Sag mir, dass du mir nicht böse bist. Einverstanden. Ich bleibe, weil ich nicht anders kann. Aber morgen früh fahre ich ab. Das entscheidest du morgen. Jetzt sage mir, dass du mir verzeihst. Ich verzeihe dir, natürlich. Aber ich kann nicht bleiben. Du bist zu empfindsam geworden. Entschuldige. Nichts reizt dich, bringt dich in Wut. Und vergiss mein gelegentliches Aufbrausen. Du hast ein großes Herz, ich weiß es. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir noch eine Symphonie von Mozart hören? Nein. Ich möchte lieber schlafen. Wie du willst. Gute Nacht, Jean. Gute Nacht, Maggie. Ich werde noch ein paar Takte von Mozart hören. Gute Nacht, Marguerite. Guten Morgen, Marguerite. Guten Morgen, Jean. Wie spät ist es? Dem Vogelgezwitscher nach müsste es ungefähr 7:45 sein. Es ist 7:40. Bravo. Setz dich. Lass uns frühstücken. Wie hast du geschlafen? Nicht sehr gut. Ich habe eine Schlaftablette genommen, aber sie hat kaum gewirkt. Meine arme Maggie. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Wirklich sehr gut. Der Kaffee muss jetzt durchgelaufen sein. Gieß uns doch bitte ein. Nimmst du viel Kaffee? Nach Gehör scheint mir, so ist es genug. Mhm. Wenn du Milch willst, ist es Büchsenmilch da. Ah ja, danke, ich nehme ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Heute gebe ich dir das feierliche Versprechen, dass ich von morgen bis zur Nacht ruhig sein werde. Ich werde mich nicht wieder aufregen, du kannst ganz sicher sein. Ich bin entspannt und glücklich, dass wir einen schönen Tag vor uns haben. Glücklich, dass du wieder bei mir bist. Es freut mich, dass du so gut aufgelegt bist. Aber ich fahre heute Morgen ab. Du fährst heute Morgen? Aber du hattest mir doch gesagt, du würdest 2 Tage bleiben. Gestern, als ich ankam, habe ich dir das zwar gesagt. Aber am Abend nach dieser Verstimmung habe ich beschlossen, dass ich heute Morgen fahren will. Aber ich dachte, du siehst doch, wie ich jetzt bin. Friedlich und gut gelaunt. Jean, es ist vernünftiger, dass ich bald abfahre. Bald? Aber du bleibst doch zum Mittag. Die Fassade genauso gut wie du, aber du musst doch Gepäck haben. Ich werde dir helfen. Danke, ich habe nur eine Tasche. Ach so. Tja, da sind wir also. Nimm Platz, Margaret. Ist dir der Weg auch nicht zu lang geworden? Ich habe immerhin 2 Stunden gebraucht. Das wundert mich nicht. Du musst Burgund in voller Länge durchfahren haben. Ach, hol uns doch einen Aperitif. Er steht auf der Anrichte. Gern. Das ist nett von dir. Ich danke dir, dass du mich bedienst. Und gib mir bitte nicht zu viel. Weißt du, das ist so ein Problem, wenn man blind ist. Man gießt sich immer zu viel oder zu wenig Pastis ein, weil man die Dosis nur nach dem Klang beurteilt. Und vergiss nicht, dir selbst zu nehmen. Ich bin gern zu dir gekommen. Wie lange ist es her, dass wir uns nicht gesehen haben? Entschuldige, ich finde kein anderes Wort. Man muss sagen, gesehen. Das ist eine ganze Reihe von Jahren her. Welches Datum haben wir heute? Den 16. September. Dann sind das jetzt 10 Jahre. Es war am 12. August, als du mich verlassen hast. Jean, ich bitte dich. Beinahe ein Gedenktag. Jean, sei nicht so. Ich bin nicht so. Du hast mich am 12. August 1972 verlassen. Das ist eine Tatsache. Ich begnüge mich damit, sie in Erinnerung zu rufen. Ich bin nicht hergekommen, um Vorwürfe zu hören. Du hast mir geschrieben, du wolltest mich wiedersehen. Ich bin hier.
Wenn ich mir aber anhören soll, wie du über alte Geschichten jammerst, dann gehe ich wieder. Nein, Marguerite, nein. Entschuldige, ich hätte das nicht sagen sollen. Wenn man blind ist, wird man kindisch. Man gewöhnt sich an, alles laut auszusprechen. Entschuldige noch einmal. Du nimmst es mir nicht übel? Aber nein, Jean. Tja, Marguerite, ich hatte große Lust, dich wiederzusehen. Selbst wenn die Liebe tot ist, bleibt etwas übrig. Es bleibt die Freundschaft. Findest du nicht? Hast du alles mitgebracht, worum ich dich in meinem Brief gebeten habe? Beinahe. Du hast mir eine ganze Menge aufgetragen. Ja, wirklich. Also, wie geht es dir? Sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich bin froh, dass du das sagst. Dein Leben sind jetzt die Kinder? Ja, es sind die Kinder. Und auch Guy, mein Mann. Und auch meine Arbeit. Wie? Du arbeitest, wo du zwei Kinder hast? Also, ich finde das falsch. Und dein Mann lässt das zu? Im Gegenteil, er ermutigt mich zu arbeiten. Ja. Also, ich sage lieber nicht. Meine Mama ist schön. Wenn sie mich von der Schule abholt, war ich besser. Stopp! Der bestraft mich nie. Ja, Geldprobleme habe ich keine. All diese Kassetten, die einem Informationen vermitteln oder Musik oder Theaterstücke. Allein in diesem Zimmer gibt es vier Stellen, wo ich auf einen Knopf drücken und Geräusche machen kann. In meinem Schlafzimmer ist es fast ebenso. Sehr schön, Jean. Aber womit beschäftigst du dich am Tage? Ich kümmere mich um das Haus, ich führe den Hund aus, ich pflege den Garten. Mit den Händen fühle ich, wie meine Blumen und mein Gemüse wachsen. Und ich gehe spazieren. Du hast sicherlich noch nicht gesehen, wie groß mein Garten ist. Du machst also sonst nichts? Was könnte ich sonst noch tun? Malou und ich, wir unterhalten uns stundenlang. Jean, wenn es dir nicht unangenehm ist, wie ist das passiert? Ich habe es nie genau erfahren, nur unklare Berichte von alten Bekannten. Nichts banaler als das. Ich fuhr mit meinem Mofa, es regnete in Strömen. Ich folgte einem Wagen mit einem Anhänger, aus dem ohne Warnzeichen Holzlatten herausragten. Der Fahrer hat gebremst. Ich habe gebremst und wollte ausweichen. Das hat er nicht mehr geschafft und die Latten sind mir in die Augen gestoßen. Ich bin mitten auf die Chaussee gestürzt. Mein Helm hat mir das Leben gerettet, leider. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte diesen Leidensweg nicht durchmachen müssen. Das ist schrecklich. Nimm von der Nachspeise, sie steht links von dir. Es ist Apfelcreme mit Schokolade. Vielleicht magst du sie nicht. Oh, im Gegenteil. Ich habe mich nicht aufschwingen können, ein Dessert zu backen. Das Braten der Kalbsleber hat mir gereicht. Ich verbrenne mich so leicht. Du kochst besser als ich. Oh, du warst eine recht gute Köchin. Übrigens bist du damals gegangen, nachdem du das Abendessen fertig hattest. Ich glaube, du hattest mir einen Schweinebraten und Sandtorte vorgesetzt. Erinnerst du dich noch daran? Was nützt es, solche Erinnerungen wachzurufen? Wir tun uns nur unnötig weh. Für mich ist es nicht unnötig. Ich habe das Ganze nie begriffen. Ich weiß nicht, welche Verwirrung mich veranlasst hat, einer Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Mick? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das dann wäre... Das war nicht möglich. ...weiterleben und noch 5 Jahre meinen Beruf ausüben können, das frage ich mich heute. Unsere Scheidung erlebte ich wie hinter einer grässlichen Nebelwand. Eines Tages habe ich meinen Mofa genommen, ich wollte dich suchen. Durch deine Schuld reagierte ich nicht exakt genug. Hättest du mich nicht verlassen, wäre der Unfall nie passiert. In Wahrheit bist du es, die mich an jenem Tag ins Unglück gestürzt hat. Das ist nicht wahr! Nicht ganz. Ich habe dir gegenüber Schuld auf mich geladen, Jean, das gebe ich zu. Aber ich habe mir dein Bild als das eines toleranten, verständnisvollen Mannes bewahrt. Darum bin ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass du fähig sein könntest, einen Menschen zu töten.
Allein schon, wenn die Rede von einer Jagd war, empörte dich der Gedanke, man könnte ein Tier töten. Ich habe mich nicht geändert. Die Tiere haben den Jägern nichts getan. Ich habe auch nichts getan. Beruhige dich. Halte ich denn nicht mein Wort? Bin ich nicht von einer vorbildlichen Gelassenheit? Du wirst einen sanften Tod haben, glaube ich. Willst du noch Kaffee? Nein, danke. Schade. Er ist sehr gut. Ich nehme noch welchen, wenn du nichts dagegen hast. Hat Manu dich verletzt? Nein. Siehst du? Mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hier gebeten, weil ich vor 2 Wochen deinen Tod beschlossen habe. Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das Dasein erleichtern. Du weißt, dass ich nichts brauche. Wir können uns öfter sehen. Vielleicht, wenn du mich immer noch liebst, wäre dir das ein angenehmer Gedanke. Ich kann nicht teilen, Maggie. Hör auf zu schnattern. Wäre ich an deiner Lage, würde ich auch handeln wie du. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Ich bin an meiner. Am Platz eines verlassenen Mannes, der 10 Jahre lang während 3500 Tagen von Rache geträumt hat. Du sagst nichts mehr. Du hast recht. Komm, wir wollen durch den Garten gehen. Du hast bestimmt noch nicht gesehen, wie schön diese Gegend von Burgund ist. Am leichtesten stirbt man, wenn man ganz mit Schönheit erfüllt ist. Los, komm. Lass mich allein. Lass mich allein, damit ich mir klar werde, dass ich nicht träume. Ich träume doch nicht, John. Du hast wirklich gesagt, wir müssen mich umbringen. Ganz richtig, Maggie. Du sollst tot sein, bevor die Haushälterin kommt. Sie muss kurz vor 12:04 sein. Wirst du diesem Hund sagen, er soll sich ruhig verhalten? Nein. Aber ja. Der Hund hat recht, dass er dich nicht gehen lässt. Du wirst nicht mitten in der Nacht in diesem erregten Zustand Auto fahren. Dein Enzyklopädie-Hausierer. Dein Mann wohnt an 200 Kilometer weit weg, glaube ich. Es wäre verrückt. Du würdest dich sinnlos gefährden. Ich gehe. Nein, ich lass dich nicht weg. Dein Mann würde es mir vorwerfen. Du schläfst heute Nacht hier. Morgen machst du, was du willst. Du gehst oder du bleibst, wie du es mir versprochen hast. Komm jetzt. Komm. Du bleibst und entscheidest dich morgen. Du hast auf mich eingeredet. Wie ein Ungeheuer. Aber Maggie, ich bitte dich um Verzeihung. Es liegt sicher am Alkohol. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Du freust dich doch auch, dass du mich wieder siehst. Ja? Antwortest nicht. Aber du bleibst. Du verbringst die Nacht hier, nicht wahr? Entschuldige mich, morgen früh bin ich wieder ein anderer Mensch, da bin ich wieder sanft. Einverstanden? Sag mir, dass du mir nicht böse bist. Einverstanden. Ich bleibe, weil ich nicht anders kann. Aber morgen früh fahre ich ab. Das entscheidest du morgen. Jetzt sage mir, dass du mir verzeihst. Ich verzeihe dir, natürlich. Aber ich kann nicht bleiben. Du bist zu empfindsam geworden. Entschuldige. Nichts reizt dich, bringt dich in Wut. Und vergiss mein gelegentliches Aufbrausen. Du hast ein großes Herz, ich weiß es. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir noch eine Symphonie von Mozart hören? Nein. Ich möchte lieber schlafen. Wie du willst. Gute Nacht, Jean. Gute Nacht, Maggie. Ich werde noch ein paar Takte von Mozart hören. Gute Nacht, Marguerite. Guten Morgen, Marguerite. Guten Morgen, Jean. Wie spät ist es? Dem Vogelgezwitscher nach müsste es ungefähr 7:45 sein. Es ist 7:20. Bravo. Setz dich. Lass uns frühstücken. Wie hast du geschlafen? Nicht sehr gut. Ich habe eine Schlaftablette genommen, aber sie hat kaum gewirkt. Meine arme Maggie.
Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Wirklich sehr gut. Der Kaffee muss jetzt durchgelaufen sein. Gieß uns doch bitte ein. Nimmst du viel Kaffee? Er fuhr los, die Polizei benachrichtigen. Nach einer halben Stunde ist die Ambulanz gekommen und hat mich ins Krankenhaus nach Dijon gebracht. Die Ärzte haben mir erklärt, meine Augen könnten nicht gerettet werden. Sie würden wenigstens versuchen, die Knochen in meinem Bein wieder zurechtzurücken, aber das Bein ist nicht ganz gerade verheilt. Du hast gesehen, ich hinke. Mein armer Jean. Mitleid macht nichts wieder gut, aber wechseln wir das Thema. Gib mir noch einen Armagnac. Du solltest lieber nicht so... Den letzten, es ist der letzte, ich verspreche es. Du wolltest mir doch noch eine andere Kassette mitbringen. Hast du sie da? Ja, ich habe sie mitgebracht. Aber ich finde, es ist nicht der richtige Moment, sie zu hören. Warum nicht? Ich möchte doch deinen Mann ein bisschen kennenlernen. Ich verlange ja nur, seine Stimme zu hören. Heute Abend, nach allem, was du gesagt hast, finde ich es einfach unpassend. Ich will die Stimme von Guy Dorville hören. Dem zweiten Mann von Marguerite, genannt Maggie. Geborene Albertin und davor Gattin von Jean Murant, von mir selbst. Wenn ich noch Augen hätte, würdest du mir sein Bild zeigen. Nun gut, ich will nur den Klang seiner Stimme hören, das ist alles. Reg dich nicht auf. Ich dachte, es wäre keine gute Idee. Aber bitte, wenn du darauf bestehst, hören wir es eben. Bitte. Jean, ich habe genommen, was ich fand. Das ist ich bitte egal. Dich, nicht nervös zu werden. Hör geduldig zu, ohne dem weiter Bedeutung beizumessen. Ja, ja. Es ist ein Text, der für die Vertreter seiner Firma bestimmt ist. Sehr gut. Die vordringlichste Eigenschaft für den, der Enzyklopädien in der Wohnung verkaufen will, ist Dreistigkeit. Was? Der Kundenwerber darf sich von nichts beeindrucken lassen. Er muss Schlag auf Schlag denjenigen antworten, der ihm die Tür geöffnet hat. Er muss ununterbrochen sprechen, ohne seinen Gesprächspartner Zeit zu lassen, nachzudenken und seine Argumente abzuwägen. Er muss Gefallen erzeugen und schnell zum Ziel kommen. Er muss alle Zweifel in den ersten Minuten ausschalten. Ja, Pappela, Pappela, das ist nicht wahr! Psst, sei still! Gehen wir näher auf den Kunden ein. Es gibt zwei Sorten. Die einen leisten keinen echten Widerstand. Die anderen diskutieren, lehnen ab, versuchen den Verkäufer abzugewinnen. Das ist doch eine Unverschämtheit! Beruhige dich, Jean! So ein Schweinehund! Jean! Ich wusste nicht mehr genau, was auf dem Band ist. Nimm es dir nicht übel. Was soll ich ihm nicht übel? Er tut, was man ihm aufdrängt. Sein Chef wollte, dass er diese Richtlinien aufstellt. Chef? Geh ist nicht so. Er ist ein uneigennütziger, großzügiger Mensch. Er ist ein gemeiner Kerl, meinst du? Ein Straßenräuber, im Mantel der Ehrbarkeit. Ein Ausbeuter, der die Ersparnisse armer Leute stiehlt und wahrscheinlich jeden Sonntag zur Messe geht. Ein Betrüger, der im Gefängnis sitzen sollte. Und der das Recht auf seine Seite gebracht hat. Ein Hochstapler. Ganz und gar nicht. Und auf mich geladen, Jean, das gebe ich zu. Aber ich habe mir dein Bild als das eines toleranten, verständnisvollen Mannes bewahrt. Darum bin ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass du fähig sein könntest, einen Menschen zu töten. Allein schon, wenn die Rede von einer Jagd war, empörte dich der Gedanke, man könnte ein Tier töten. Ich habe mich nicht geändert. Die Tiere haben den Jägern nichts getan. Ich habe auch nichts getan. Beruhige dich. Halte ich denn nicht mein Wort? Bin ich nicht von einer vorbildlichen Gelassenheit? Du wirst einen sanften Tod haben, glaube ich. Willst du noch Kaffee? Nein, danke. Schade. Er ist sehr gut. Ich nehme noch welchen, wenn du nichts dagegen hast. Hat man nur dich verletzt? Nein. Siehst du, mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hier gebeten, weil ich vor zwei Wochen deinen Tod beschlossen habe. Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das Dasein erleichtern. Du weißt, dass ich nichts brauche. Wir können uns öfter sehen. Vielleicht, wenn du mich immer noch liebst. Wäre dir das ein angenehmer Gedanke? Ich kann nicht teilen, Maggie. Hör auf zu schachern. Wäre ich an deiner Lage, würde ich auch handeln wie du. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Ich bin an meiner. Am Platz eines verlassenen Mannes, der 10 Jahre lang während 3500 Tagen
von Rache geträumt hat. Du sagst nichts mehr. Du hast recht. Komm, wir wollen durch den Garten gehen. Du hast bestimmt noch nicht gesehen, wie schön diese Gegend von Burgund ist. Am leichtesten stirbt man, wenn man ganz mit Schönheit erfüllt ist. Los, komm. Lass mich allein. Lass mich allein, damit ich mir klar werde, dass ich nicht träume. Ich träume doch nicht, Jean. Du hast wirklich gesagt, du willst mich umbringen? Ganz richtig, Maggie. Du sollst tot sein, bevor die Haushälterin kommt. Sie muss kurz vor 12 hier sein, was uns nicht viel Zeit lässt. Ich will ein paar Minuten allein sein. Wie du magst. Ich reiß das Telefon heraus und Malou bewacht Tür und Fenster. Willst du etwas schreiben? Deinen letzten Willen? Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Ich lasse dich in diesem Zimmer hier. Da in der Schublade liegen Papier und Umschläge. Du schreibst, was du zu schreiben wünschst. Und ich verpflichte mich, deine Briefe nicht... Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Mick? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das dann wäre... Das war nicht möglich. ...weiterleben und noch 5 Jahre meinen Beruf ausüben können, das frage ich mich heute. Unsere Scheidung erlebte ich wie hinter einer grässlichen Nebelwand. Eines Tages habe ich meinen Mofa genommen, ich wollte dich suchen. Durch deine Schuld reagierte ich nicht exakt genug. Hättest du mich nicht verlassen, wäre der Unfall nie passiert. In Wahrheit bist du es, die mich an jenem Tag ins Unglück gestürzt hat. Das ist nicht wahr! Nicht ganz. Ich habe dir gegenüber Schuld auf mich geladen, Jean, das gebe ich zu. Aber ich habe mir dein Bild als das eines toleranten, verständnisvollen Mannes bewahrt. Darum bin ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass du fähig sein könntest, einen Menschen zu töten. Allein schon, wenn die Rede von einer Jagd war, empörte dich der Gedanke, man könnte ein Tier töten. Ich habe mich nicht geändert. Die Tiere haben den Jägern nichts getan. Ich habe auch nichts getan. Beruhige dich. Halte ich denn nicht mein Wort? Bin ich nicht von einer vorbildlichen Gelassenheit? Du wirst einen sanften Tod haben, glaube ich. Willst du noch Kaffee? Nein, danke. Schade. Er ist sehr gut. Ich nehme noch welchen, wenn du nichts dagegen hast. Hat Manu dich verletzt? Nein. Siehst du? Mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hier gebeten, weil ich vor 2 Wochen deinen Tod beschlossen habe. Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das Dasein erleichtern. Du weißt, dass ich nichts brauche. Wir können uns öfter sehen. Vielleicht, wenn du mich immer noch liebst, wäre dir das ein angenehmer Gedanke. Ich kann nicht teilen, Maggie. Hör auf zu schaffern. Wäre ich an deiner Lage, würde ich auch handeln wie du, aber ich bin nicht an deiner Stelle. Ich bin an meiner. Am Platz eines verlassenen Mannes, der 10 Jahre lang während 3500 Tagen von Rache geträumt hat. Nicht ist meine Schuld. Wir haben uns getrennt, weil wir uns nicht mehr verstanden haben. Das kommt alle Tage vor. Das kommt bei Tausenden von Menschen vor, die danach ein anderes Leben führen, ohne sich zu rächen, ohne jemanden zu töten. Was du nicht weißt, ist, dass du verantwortlich für meinen Unfall bist. Du erdichtest alles Mögliche, um mich zu beschuldigen. Ich erdichte nichts. Als du mich verlassen hattest, habe ich tatsächlich den Verstand verloren. Wie habe ich weiterleben und noch 5 Jahre meinen Beruf ausüben können? Das frage ich mich heute. Unsere Scheidung erlebte ich wie hinter einer grässlichen Nebelwand. Eines Tages habe ich meinen Mofa genommen, ich wollte dich suchen.
Durch deine Schuld reagierte ich nicht exakt genug. Hättest du mich nicht verlassen, wäre der Unfall nie passiert. In Wahrheit bist du es, die mich an jenem Tag ins Unglück gestürzt hat. Das ist nicht wahr! Nicht ganz. Ich habe dir gegenüber Schuld auf mich geladen, John, das gebe ich zu. Aber ich habe mir dein Bild als das eines toleranten, verständnisvollen Mannes bewahrt. Darum bin ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass du fähig sein könntest, einen Menschen zu töten. Allein schon, wenn die Rede von einer Jagd war, empörte dich der Gedanke, man könnte ein Tier töten. Ich habe mich nicht geändert. Die Tiere haben den Jägern nichts getan. Ich habe auch nichts getan. Beruhige dich. Halte ich denn nicht mein Wort? Bin ich nicht von einer vorbildlichen Gelassenheit? Du wirst einen sanften Tod haben, glaube ich. Willst du noch Kaffee? Nein, danke. Schade. Er ist sehr gut. Ich nehme noch welchen, wenn du nichts dagegen hast. Hat Manu dich verletzt? Nein. Siehst du? Mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hier gebeten, weil ich vor 2 Wochen deinen Tod beschlossen habe. Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das Dasein erleichtern. Du weißt, dass ich nichts brauche. Wir können uns öfter sehen. Vielleicht, wenn du mich immer noch liebst, wäre dir das ein angenehmer Gedanke. Ich kann nicht teilen, Maggie. Hör auf zu schaffern. Wäre ich an deiner Lage, würde ich auch handeln wie du. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Ich bin an meiner. Am Platz eines verlassenen Mannes, der 10 Jahre lang während 3500 Tagen von Rache geträumt hat. Du sagst nichts mehr. Du hast recht. Komm. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Du freust dich doch auch, dass du mich wieder siehst. Ja? Da ist plötzlich ein steiler Abgrund. Eingeschnitten in den Felsen. Man stürzt eigentlich nicht sehr tief, 80 Meter vielleicht. Genügend, um zu sterben. Aber ein wenig zu flach für einen Drachenflieger. Komm, beug dich vor. Ja, beuge dich vor. Aber ja, streck den Kopf vor. Blick in den Abgrund. Erkennst du die Trümmer deines Wagens? In ein paar Minuten wirst du bei ihm sein. Man wird an einen Unfall glauben. Der Untersuchungsbefund wird keine andere Schlussfolgerung zulassen. Du hast die Kurve verpasst und während des Sturzes bist du aus dem Wagen geschleudert worden. Zieh deine Krallen ein, du tust mir ja weh. Jetzt halte ich dein Handgelenk wie in einem Schraubstock fest. Seitdem ich wie ein Bauer lebe, tonnenweise Holz zersäge und schleppe, bin ich stark, sehr stark. Du wirst nicht mehr warten, Margaret. Der Augenblick ist da. Jean. Adieu, Margaret. Ja, du bist noch da. Ich hab dich nicht gestoßen. Ich hab dich nicht in den Tod schicken wollen. Ich hab dich aus einem anderen Grund hergerufen. Jetzt endlich sollst du es erfahren. Malu, komm, wir spielen nicht mehr. Komm in meine Arme. Wie schwer du bist. Umso schneller werden wir fallen. Adieu, Margaret. Diesmal ist es wirklich ein Abschied. Ich hatte dich eingeladen zu meinem Tod. Du liebst mich nicht mehr. Ich habe keinen Grund mehr, auf der Welt zu sein. Marie! Sie haben ihn umgebracht. Aber nein. Lügen Sie nicht. Ich habe alles gesehen. Sie haben Monsieur Miron getötet. Und den armen Hund. Das stimmt nicht. Sie waren zu weit weg. Sie haben mich nicht richtig beobachtet. Doch. Er ist es. Er hat sich selbst... Er hat es mir vorausgesagt.
Er hat mir gesagt, diese Frau ist verrückt. Sie will mich töten. Aber ich werde mich zu wehren wissen. Ich bin zu spät gekommen. Sie haben mich gezwungen, noch einmal den Hügel hochzuklettern. Kleber hat mir gereicht. Ich verbrenne mich so leicht. Du kochst besser als oh, ich. Oh, du warst eine recht gute Köchin. Übrigens bist du damals gegangen, nachdem du das Abendessen fertig hattest. Ich glaube, du hattest mir einen Schweinebraten und Sandtorte vorgesetzt. Erinnerst du dich noch daran? Was nützt es, solche Erinnerungen wachzurufen? Wir tun uns nur unnötig weh. Für mich ist es nicht unnötig. Ich habe das Ganze nie begriffen. Ich weiß nicht, welche Verwirrung mich veranlasst hatte, einer Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Mick? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das dann wäre... Das war nicht möglich. ...weiterleben und noch 5 Jahre meinen Beruf ausüben können, das frage ich mich heute. Unsere Scheidung erlebte ich wie hinter einer grässlichen Nebelwand. Eines Tages habe ich meinen Mofa genommen, ich wollte dich suchen. Durch deine Schuld reagierte ich nicht exakt genug. Hättest du mich nicht verlassen, wäre der Unfall nie passiert. In Wahrheit bist du es, die mich an jenem Tag ins Unglück gestürzt hat. Das ist nicht wahr! Nicht ganz. Ich habe dir gegenüber Schuld auf mich geladen, John, das gebe ich zu. Aber ich habe mir dein Bild als das eines toleranten, verständnisvollen Mannes bewahrt. Darum bin ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass du fähig sein könntest, einen Menschen zu töten. Allein schon, wenn die Rede von einer Jagd war, empörte dich der Gedanke, man könnte ein Tier töten. Ich habe mich nicht geändert. Die Tiere haben den Jägern nichts getan. Ich habe auch nichts getan. Beruhige dich. Halte ich denn nicht mein Wort? Bin ich nicht von einer vorbildlichen Gelassenheit? Du wirst einen sanften Tod haben, glaube ich. Willst du noch Kaffee? Nein, danke. Schade. Er ist sehr gut. Ich nehme noch welchen, wenn du nichts dagegen hast. Hat Manu dich verletzt? Nein. Siehst du? Mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hier gebeten, weil ich vor 2 Wochen deinen Tod beschlossen habe. Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das fahren. Aber ich dachte, du siehst doch, wie ich jetzt bin. Friedlich und gut gelaunt. Jean, es ist vernünftiger, dass ich bald abfahre. Bald? Aber du bleibst doch zum Mittag. Die Hausherrin kommt extra her. Nein, ich möchte lieber gehen. Gut, wie du willst. Wir können uns noch ein wenig unterhalten. Dann fahre ich vormittags los. Ist dein Hund heute früh schon draußen gewesen? Oh, noch nicht. Entschuldige, ich muss ihn ausführen. Das heißt, ich lasse mich von ihm an der Leine ziehen. Er würde es nicht verstehen, wenn ich nicht mit ihm ginge. Aber bitte... Entschuldige mich. Malu, komm, ausgehen. Geh, du bist nicht da. Geh, du musst unbedingt herkommen, so schnell wie möglich. Jean ist verrückt geworden. Ich traue seinem Zustand nicht. Ich weiß nicht, was noch passieren kann. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Wenn ich entwischen kann, bevor du kommst, werde ich auf dem Marktplatz von Jalon auf dich warten. Andernfalls kommst du zum Haus hinter der Kirche. Ein gewundener Weg führt zu ihm hinauf. Mein Wagen findest du etwa 100 Meter weiter oben, fast auf der Kuppe des Hügels. Komm, geh.
Komm, ich habe Angst. Das Gras ist mit Tau bedeckt. Ich habe es mit den Fingern gestreichelt. Hast du eben den Krach gehört? Was war das? Ein Krach? Was für ein Krach? Als ob etwas Schweres herunterstürzt oder so. Ich habe auch so etwas gehört. Es kann von der Baustelle sein. Die legen hier eine Straße an und der Wind trägt manchmal die Geräusche herüber. Viel wichtiger, wie bist du heute gekleidet? Beinahe wie gestern. Ich habe nur die Jeans mit einem olivfarbenen Rock vertauscht. Ich trage den gleichen Pullover. Orange Uni oder mit Stickereien? Es sind Stickereien drauf. Ich weiß nicht mehr, was Sie darstellen. Ich habe ihn schon so lange. Ich beachte ihn nicht mehr. Ich schreibe dir ein paar Zeilen, weil mein Mörder mir versprochen hat, die Post, die ich hinterlassen werde, abzuschicken. Wird er es tun? Ich glaube nicht. Ich glaube nichts mehr. Ebenso wenig glaube ich, dass ich in einigen Minuten oder in einer Stunde tot sein werde. Nicht vorstellbar, das ist nicht begreiflich. Mein Kopf ist voll mit dem Gedanken, dass ich mit dir alt werde, Guy, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wie dumm bin ich? Die Kinder, ich schreibe an dich und ich schreibe an die Kinder. Sie sind doch noch zu klein, um zu verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht. Hebe diesen Brief für sie auf. Sie werden ihn eines Tages lesen. Nein, bewahre ihn nicht auf. Du musst ihn der Polizei geben. Aurelie und Christoph dürfen nie etwas davon erfahren. Sie sollen mich vergessen. Sie müssen mich vergessen. Man sagt, während sie sterben, sieht man seine ganze Vergangenheit wie einen Film vor sich ablaufen. Nachher vielleicht. Im Augenblick ist das nicht wahr. Seid nur ihr. Guy, Aurelie und Christoph in meinem Kopf. Ihr. Und meine Angst. Ihr und meine Angst. Oh mein Gott, was soll ich denn noch schreiben? Meine Hand zittert. Ja, natürlich. Kannst du dir vorstellen, Guy? Ich beende diesen Brief, Guy. Ich umarme euch. Nein! Ich halte es nicht mehr aus! Alles, was ich noch tun muss. Ich werde umsonst geschrieben haben. Die wird niemals meinen Brief erhalten. Niemals. Nein, ich will nicht mehr warten. Gut. Ich nehme noch welchen. Wenn du nichts dagegen hast. Hat Manu dich verletzt? Nein. Siehst du, mein Hund ist genauso friedfertig wie ich. Jean, ein letztes Mal, lass mich gehen. Ich will nicht. Ich habe dich hier gebeten, weil ich vor 2 Wochen deinen Tod beschlossen habe. Das ist eine endgültige Entscheidung. Sie ist unumstößlich. Aber wenn du mich am Leben lässt, könnte ich viel für dich tun. Ich könnte dir das Dasein erleichtern. Du weißt, dass ich nichts brauche. Wir können uns öfter sehen. Vielleicht, wenn du mich immer noch liebst,
Wäre dir das ein angenehmer Gedanke? Ich kann nicht teilen, Maggie. Hör auf zu schnattern. Wäre ich an deiner Lage, würde ich auch handeln wie du. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Ich bin an meiner. Am Platz eines verlassenen Mannes, der 10 Jahre lang während 3500 Tagen von Rache geträumt hat. Du sagst nichts mehr. Du hast recht. Komm, wir wollen durch den Garten gehen. Du hast bestimmt noch nicht gesehen, wie schön diese Gegend von Burgund ist. Am leichtesten stirbt man, wenn man ganz mit Schönheit erfüllt ist. Los, komm. Lass mich allein. Lass mich allein, damit ich mir klar werde, dass ich nicht träume. Ich träume doch nicht, Jean. Du hast wirklich gesagt, du willst mich umbringen. Ganz richtig, Maggie. Du sollst tot sein, bevor die Haushälterin kommt. Sie muss kurz vor 12 hier sein, was uns nicht viel Zeit lässt. Ich will ein paar Minuten allein sein. Wie du magst. Ich reiß das Telefon heraus und Malou bewacht Tür und Fenster. Willst du etwas schreiben? Deinen letzten Willen? Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Ich lasse dich in diesem Zimmer hier. Da in der Schublade liegen Papier und Umschläge. Du schreibst, was du zu schreiben wünschst. Und ich verpflichte mich, deine Briefe nicht zu lesen und sie heute oder morgen zur Post zu geben. Nichts beweist mir, dass du dein Versprechen auch hältst. Ich werde keinerlei Zensur ausüben. Sind wir uns einig? Ich gehe nach nebenan. Hier sein. Meine Nachricht wirst du vielleicht erst. Geh, Aurelie und Christoph in meinem Kopf. Ihr. Meine Angst, ihr und meine Angst. Oh mein Gott, was soll ich denn noch schreiben? Meine Hand zittert. Natürlich. Du kannst es dir vorstellen. Ich beende diesen Brief, Key. Ich umarme euch. Nein! Ich halte es nicht mehr aus! Alles, was ich noch tun muss. Ich werde umsonst geschrieben haben. Die wird niemals meinen Brief erhalten. Niemals. Nein, ich will nicht mehr warten. Ich habe den Brief geschrieben. Da liegt er. Sehr gut, ich werde ihn abschicken. Brauchst du noch etwas? Nein. Die berühmte letzte Zigarette? Hast du keinen Wunsch mehr? Nein. Außer, dass all das nur ein Albtraum ist. Eine Komödie. Dass plötzlich die Tür aufgeht und das Leben wiederkommt. Nichts ist geträumt, Margaret. Klammer dich nicht an eine Hoffnung, die auf nichts fußt. Du bist ja nervös geworden. Du hast zwei Stühle umgestoßen. Nimm dir doch ein Beispiel an meiner Ruhe. Eine recht schwierige Aufgabe erwartet mich. Ich habe noch nie getötet. Von Wut beherrscht töten, das ist einfach. Das kann jedermann. Kaltblütig töten, aber... ist sehr viel härter, nach Ansicht der Spezialisten. Hör auf, so zu reden. Früher warst du ein guter Mensch. Ich war es. Ich werde es morgen wieder sein. Aber das ist doch... rühr dich nicht. Ich gehe nachsehen.
Das ist die Haushälterin. Guten Tag, Monsieur. Ach. Hat man das schon erlebt, dass ein Mörder ästhetische Betrachtungen anstellt, kurz bevor er sein Verbrechen ausführt? Ist ja auch nicht kalt. Dort drüben, über dem Fluss, eine düstere Linie. Von der Farbe deines Rocks, die gegen all dieses zarte Grün absticht. Findest du nicht, dass diese Landschaft einen ganz besonderen Charakter hat? Du antwortest nicht. Ich verstehe dich, weißt du. Da drücke ich dir auch nicht so sehr den Arm, tue ich dir auch nicht weh. Es ist aufregend für mich, dein Handgelenk zu halten. Das Handgelenk einer Frau. Schmal es ist. Ich könnte Stunden damit verbringen, alles an dir zu betrachten. Deine Arme, deine Augen, deinen ganzen Körper. Stell dir einmal vor, ich hätte mein Augenlicht gänzlich verloren, wäre alle dieser Bilder beraubt. Das hätte ich nicht überlebt. Ich hätte mich umgebracht. Hast du schon einmal die Neigung verspürt, Selbstmord zu begehen? Margaret! Margaret! Lass mich! Wo ist denn mein Wagen? Verzeihung, es liegt sicher am Alkohol. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Du freust dich doch auch, dass du mich wieder siehst. Ja? Du antwortest nicht. Aber du bleibst. Du verbringst die Nacht hier, nicht wahr? Entschuldige mich, morgen früh bin ich wieder ein anderer Mensch, da bin ich wieder sanft. Einverstanden? Sag mir, dass du mir nicht böse bist. Einverstanden. Ich bleibe, weil ich nicht anders kann. Aber morgen früh fahre ich ab. Das entscheidest du morgen. Jetzt sage mir, dass du mir verzeihst. Ich verzeihe dir, natürlich. Aber ich kann nicht bleiben. Du bist zu empfindsam geworden. Entschuldige. Nichts reizt dich, bringt dich in Wut. Und vergiss mein gelegentliches Aufbrausen. Du hast ein großes Herz, ich weiß es. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir noch eine Symphonie von Mozart hören? Nein. Ich möchte lieber schlafen. Wie du willst. Gute Nacht, Jean. Gute Nacht, Maggie. Ich werde noch ein paar Takte von Mozart hören. Gute Nacht, Margaret. Guten Morgen, Margaret. Ich schreibe dir ein paar Zeilen, weil mein Mörder mir versprochen hat, die Post, die ich hinterlassen werde, abzuschicken. Wird er es tun? Ich glaube nicht, ich glaube nichts mehr. Ebenso wenig glaube ich, dass ich in einigen Minuten oder in einer Stunde tot sein werde. Das ist nicht vorstellbar, das ist nicht begreiflich. Mein Kopf ist voll mit dem Gedanken, dass ich mit dir alt werde, Guy, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Denn nun bin ich die Kinder. Ich schreibe an dich und ich schreibe an die Kinder. Sie sind doch noch zu klein, um zu verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht. Diesen Brief für Sie auf. Sie werden ihn eines Tages lesen. Nein, bewahre ihn nicht auf. Du musst ihn der Polizei geben. Aurelie und Christoph dürfen nie etwas davon erfahren. Sie sollen mich vergessen. Sie müssen mich vergessen. Man sagt, während des Sterbens sieht man seine ganze Vergangenheit wie einen Film vor sich ablaufen. Nachher vielleicht. Im Augenblick ist das nicht wahr. Es seid nur ihr. Guy, Aurelie und Christoph in meinem Kopf. Ihr und meine Angst. Ihr und meine Angst.
meine Hand zittert. Ja, natürlich. Du kannst es dir vorstellen. Geh. Ich beende diesen Brief, geh. Ich umarme euch. Nein! Ich halte es nicht mehr aus! Alles, was ich noch tun muss. Ich werde umsonst geschrieben haben. Die wird niemals meinen Brief erhalten. Niemals. Nein, ich will nicht mehr warten. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe die Polizei von Chalon benachrichtigt. Sie werden... Kleber hat mir gereicht. Ich verbrenne mich so leicht. Du kochst besser als oh, ich. Oh, du warst eine recht gute Köchin. Übrigens bist du damals gegangen, nachdem du das Abendessen fertig hattest. Ich glaube, du hattest mir einen Schweinebraten und Sandtorte vorgesetzt. Erinnerst du dich noch das daran? Was nützt es, solche Erinnerungen wachzurufen? Wir tun uns nur unnötig weh. Für mich ist es nicht unnötig. Ich habe das Ganze nie begriffen. Ich weiß nicht, welche Verwirrung mich veranlasst hatte, einer Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Mick? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das dann wäre... Das war nicht möglich. Zur Zeit deines Unfalls lebten wir schon 5 Jahre lang getrennt. Und ich hatte Guy kennengelernt. Na, ganz recht. Das war nicht möglich. Die Folgezeit beweist es. Traurig, wie es ist. Aber hätten wir noch einmal miteinander gelebt, wäre ich heute vielleicht Bürgermeister einer Stadt mit 50.000 Einwohnern oder auch Musiklehrer in einem Gymnasium, anstatt in diesem Loch zu verkommen. Entschuldige, Jean, aber du redest Unsinn. Ach. Wie hättest du Musiklehrer werden können? Du hattest dir früher nie auch nur eine Schallplatte angehört. Ich musste warten, bis du aus dem Haus warst, um mal... Mutter zu hören. Nun ja, ich habe mich geändert. Das Noten-ABC hatte ich schon gelernt und das Ganze drumherum. Man hat ein gutes Ohr, wenn man blind ist. Ein Ohr so groß wie das eines Elefanten. Übrigens, sie ist vorzüglich, die Apfelcreme, findest du nicht? Ja, doch, doch. Du hättest es mir sagen sollen. Bedien dich und nimm noch Wein. Danke, ich habe keinen Hunger mehr. Gieß uns beiden Wein ein. Jean. Mein letztes Glas. Vor dem Armagnac. Du hast den Bericht über deinen Unfall nicht zu Ende gebracht. Tja, nach meinem Sturz habe ich da allein gelegen, mitten auf der Chaussee. Der Autofahrer, der schuld an meinem Unfall hatte, hatte nichts bemerkt und war weitergefahren. Wenige Minuten später hat ein Wagen dicht vor mir gebremst. Ich schrie vor Schmerzen. Meine Augen bluteten. Mir schien, mein Kopf würde platzen. Gelernt. Na, ganz recht. Das war nicht möglich. Die Folgezeit beweist es. Traurig, wie es ist. Aber hätten wir noch einmal miteinander gelebt, wäre ich heute vielleicht Bürgermeister einer Stadt mit 50.000 Einwohnern oder auch Musiklehrer in einem Gymnasium, anstatt in diesem Loch zu verkommen. Entschuldige, Jean, aber du redest Unsinn. Ach. Wie hättest du Musiklehrer werden können? Du hattest dir früher nie auch nur eine Schallplatte angehört. Ich musste warten, bis du aus dem Haus warst, um mal... Mutter zu hören. Nun ja, ich habe mich geändert. Das Noten-ABC hatte ich schon gelernt und das Ganze drumherum. Man hat ein gutes Ohr, wenn man blind ist. Ein Ohr so groß wie das eines Elefanten.
Übrigens, sie ist vorzüglich, die Apfelcreme, findest du nicht? Doch, doch. Du hättest es mir sagen sollen. Bedien dich und nimm noch Wein. Danke, ich habe keinen Hunger mehr. Gieß uns beiden Wein ein. Jean. Mein letztes Glas. Vor dem Armagnac. Du hast den Bericht über deinen Unfall nicht zu Ende gebracht. Tja, nach meinem Sturz habe ich da allein gelegen, mitten auf der Chaussee. Der Autofahrer, der schuld an meinem Unfall hatte, hatte nichts bemerkt und war weitergefahren. Wenige Minuten später hat ein Wagen dicht vor mir gebremst. Ich schrie vor Schmerzen. Meine Augen bluteten. Mir schien, mein Kopf würde platzen. Und mein Bein gehorchte mir nicht mehr. Ich fühlte ein starkes Brennen. Film vor sich ablaufen. Nachher vielleicht. Im Augenblick ist das nicht wahr. Seid nur ihr. Guy, Aurélie und Christoph in meinem Kopf. Ihr und meine Angst. Ihr und meine Angst. Oh mein Gott, was soll ich denn noch schreiben? Meine Hand zittert. Ja, natürlich. Kannst du es dir vorstellen? Okay. Ich beende diesen Brief, okay. Ich umarme euch. Nein! Ich halte es nicht mehr aus! An meinem Unfall hat er denn nichts bemerkt und war weitergefahren. Wenige Minuten später hat ein Wagen dicht vor mir gebremst. Ich schrie vor Schmerzen. Meine Augen bluteten. Mir schien, mein Kopf würde platzen. Und mein Bein gehorchte mir nicht mehr. Ich fühlte ein starkes Brennen im Knie. Ich wusste noch nicht, dass einige Knochen gebrochen waren. Und der Mann und seine Frau haben mich vorsichtig an den Straßenrand gezerrt. Sie ist bei mir geblieben und er fuhr los, die Polizei benachrichtigen. Nach einer halben Stunde ist die Ambulanz gekommen und hat mich ins Krankenhaus nach Dijon gebracht. Die Ärzte haben mir erklärt, meine Augen könnten nicht gerettet werden. Sie würden wenigstens versuchen, die Knochen in meinem Bein wieder zurechtzurücken, aber das Bein ist nicht ganz gerade verheilt. Du hast gesehen, ich hinke. Mein armer Jean. Mitleid macht nichts wieder gut, aber wechseln wir das Thema. Gib mir noch einen Armagnac. Du solltest lieber nicht... Den letzten, es ist der letzte, ich verspreche es. Danke. Du wolltest mir doch noch eine andere Kassette mitbringen. Hast du sie da? Ja, ich habe sie mitgebracht. Aber ich finde, es ist nicht der richtige Moment, sie zu hören. Warum nicht? Ich möchte doch deinen Mann ein bisschen kennenlernen. Ich verlange ja nur, seine Stimme zu hören. Heute Abend, nach allem, was du gesagt hast, finde ich es einfach unpassend. Ich will die Stimme von Guy Deauville hören. Dem zweiten Mann von Marguerite, genannt Maggie. Geborene Albertin und davor Gattin von Jean Murant, von mir selbst. Wenn ich noch Augen hätte, würdest du mir sein Bild zeigen. Nun gut, ich will nur den Klang seiner Stimme hören. Das ist alles. Reg dich nicht auf. Ich dachte, es wäre keine gute Idee. Aber bitte, wenn du darauf bestehst, hören wir es eben. Bitte. Jean, ich habe genommen, was ich fand. Das ist egal. Ich bitte dich, nicht nervös zu werden. Hör geduldig zu, ohne dem weiter Bedeutung beizumessen. Ja, ja. Es ist ein Text, der für die Vertreter seiner Firma bestimmt ist. Sehr gut. Die vordringlichste Eigenschaft für den, der Enzyklopädien in der Wohnung verkaufen will, ist Dreistigkeit. Was? Der Kundenwerber darf sich von nichts beeindrucken lassen. Er muss Schlag auf Schlag denjenigen antworten, der ihm die Tür geöffnet hat. Er muss ununterbrochen sprechen, ohne seinem Gesprächspartner Zeit zu lassen, nachzudenken und seine Argumente abzuwägen. Er muss gefallen, überzeugen und schnell zum Ziel kommen. Er muss alle Zweifel in den ersten Minuten ausschalten. Herr Pappeler, Pappeler, das ist nicht wahr! Sei still. Gehen wir näher auf den Kunden ein. Es gibt zwei Sorten. Die einen leisten keinen echten Widerstand. Die anderen diskutieren, lehnen ab, versuchen den Verkäufer abzuwimmeln.
Oh, das ist doch eine Unverschämtheit. Beruhige dich, Jean. So ein Schweinehund. Jean, ich wusste nicht mehr genau, was auf dem Band ist. Nimm es dir nicht übel. Was soll ich ihm nicht übel? Er tut, was man ihm aufträgt. Sein Chef wollte, dass er diese riecht. Es ist Apfelcreme mit Schokolade. Vielleicht magst du sie nicht. Oh, im Gegenteil. Ich habe mich nicht aufschwingen können, ein Dessert zu backen. Das Braten der Kalbsleber hat mir gereicht. Ich verbrenne mich so leicht. Du kochst besser als oh, ich. Oh, du warst eine recht gute Köchin. Übrigens bist du damals gegangen, nachdem du das Abendessen fertig hattest. Ich glaube, du hattest mir einen Schweinebraten und Sandtorte vorgesetzt. Erinnerst du dich noch daran? Was nützt es, solche Erinnerungen wachzurufen? Wir tun uns nur unnötig weh. Für mich ist es nicht unnötig. Ich habe das Ganze nie begriffen. Ich weiß nicht, welche Verwirrung mich veranlasst hat, einer Scheidung zuzustimmen. Sicherlich war meine Hilflosigkeit daran schuld. Hätten wir uns noch einmal gesehen, uns ernsthaft ausgesprochen, ich glaube, wir hätten den Entschluss, uns zu trennen, aufgegeben. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Anstatt die Menschen zu fliehen, hätte ich sie gesucht und du hättest mir geholfen. Du hättest deinen Hang zu gesellschaftlichem Erfolg auf mich übertragen, weil du eine der Frauen bist, die sich hinaufarbeiten oder ihre Ehemänner dazu antreiben müssen. Und du kannst den Rachen nicht voll genug kriegen, nicht wahr, Mick? Aber nein, überhaupt nicht. Aber ja, wenn wir unser gemeinsames Leben wieder aufgenommen hätten, das war nicht möglich. Zur Zeit deines Unfalls lebten wir schon 5 Jahre lang getrennt. Und ich hatte Guy kennengelernt. Na, ganz recht. Das war nicht möglich. Die Folgezeit beweist es. Traurig, wie es ist. Aber hätten wir noch einmal miteinander gelebt, wäre ich heute vielleicht Bürgermeister einer Stadt mit 50.000 Einwohnern oder auch Musiklehrer in einem Gymnasium, anstatt in diesem Loch zu verkommen. Entschuldige, Jean, aber du redest Unsinn. Ach. Wie hättest du Musiklehrer werden können? Du hattest dir früher nie auch nur eine Schallplatte angehört. Ich musste warten, bis du aus dem Haus warst, um mal Mozart zu hören. Nun ja, ich habe mich geändert. Das Noten-ABC hätte ich schon gelernt und das Ganze drumherum. Man hat ein gutes Ohr, wenn man blind ist. Ein Ohr so groß wie das eines Elefanten. Übrigens, sie ist vorzüglich, die Apfelcreme, findest du nicht? Ja, doch, doch. Du hättest es mir sagen sollen. Bedien dich und nimm noch Wein. Danke, ich habe keinen Hunger mehr. Gieß uns beiden Wein ein. Jean. Mein letztes Glas. Vor dem Armagnac. Du hast den Bericht über deinen Unfall nicht zu Ende gebracht. Tja, nach meinem Sturz habe ich da allein gelegen, mitten auf der Chaussee. Der Autofahrer, der schuld an meinem Unfall hatte, hatte nichts bemerkt und war weitergefahren. Wenige Minuten später hat ein Wagen dicht vor mir gebremst. Ich schrie vor Schmerzen. Meine... Adieu, Marguerite. Ja, du bist noch da. Ich habe dich nicht gestoßen. Ich habe dich nicht in den Tod schicken wollen. Ich habe dich aus einem anderen Grund hergerufen. Jetzt endlich sollst du es erfahren. Malu, komm, wir spielen nicht mehr. Komm in meine Arme. Wie schwer du bist. Umso schneller werden wir fallen. Adieu, Margret. Diesmal ist es wirklich ein Abschied. Ich hatte dich eingeladen zu meinem Tod. Du liebst mich nicht mehr. Ich habe keinen Grund mehr, auf der Welt zu sein. Marie! Und auf unsere Spur zu setzen. Mit dem Wagen sind es 2,5 Minuten bis hier herauf, wenn man schnell fährt. Also werden diese Leute in weniger als 10 Minuten vor unserer Tür sein. Ich sehe auf meine Uhr. Aber ich gehe jede Wette ein, dass sie nicht kommen. Worum wetten wir? Oh, spar mir diese Art von Scherzen. Oh, du magst keinen schwarzen Humor mehr? Machen wir ein Ende, Jean. Ich kann nicht mehr.
Töte mich. Worauf wartest du? Ist dein Revolver nicht geladen? Ist deine Badewanne nicht voll bis zum Rand? Ist dein Messer nicht geschliffen? Hast du keinen Knoten in deinen Strick gemacht? Töte mich, Jean. Ich bitte dich, töte mich. Oh, du glaubst nicht mehr, dass Mart wiederkommt. Wie spät ist es? Ja, sie müssten schon da sein. Ich hatte recht, nicht wahr? Aber warum die Dinge überstürzen? Lass uns doch ein wenig im Regen spazieren gehen. Komm. Oh, du stehst auf. Endlich gehorchst du mir. Komm. Komm. Ich werde niemals müde, in meinem Gelände umherzuwandern. Malu, komm. Inmitten dieser Natur überkommt mich ein Gefühl von Abgeschiedenheit, wie man es den Heiligen nachsagt.